Na? Tut mir leid, ich hätte ganz anderes geplant, aber mir leichte technische Probleme, deswegen tut es mir furchtbar leid. Hatte auch mich ein bisschen vorbereitet. Genau gesagt, 75 Stunden für diesen Moment. Hier seht ihr das Ganze. 76,2 Stunden. Und wir gehen direkt rein. Evil Genius 2. Let's go. Hammerspiel. Ganz ehrlich, muss ich dazu überhaupt noch was sagen? Hui. Müssen gleich mal gucken, wo wir das Pip hin tun. Kennt ihr Evil Genius? Ist ja so ein bisschen unter dem Radar, würde ich mal behaupten. War da, 2004 kam der erste Teil raus. War die Zeit nach Dungeon Keeper. Wurde immer mit Dungeon Keeper verglichen. Und ist auch so ein bisschen wie Dungeon Keeper, aber ein bisschen anders. Und viel moderner. Und ganz ehrlich, ich habe extra gedacht, wir schlagen in den Hauptbildschirm, weil da wurde schon alles richtig gemacht. Wenn ich hierauf drücke, startet die alte Evil Genius Mucke. Und klick. Und ich wusste gar nicht, wie gut die war. Wer von euch kennt Evil Genius noch? Kennt ihr diese Musik? Das ist. Ich krieg fast Gänsehaut. Komplett Mucke remastered oder was weiß ich. Und das Spiel ein bisschen aufgebohrt. Hat auch viele kleine Macken. Aber ich konzentriere mich heute mal auf die positiven Aspekte, ja? Und das, ich muss auch dazu sagen, ich glaube, das, was ich spiele, das Spiel kommt morgen raus. Das, was ich spiele, ist immer noch nicht die finale Version. Zumindest die Bugs, die ich hatte, suggerieren das auch. So, wir machen mal ein neues Spiel. Und der Hammer ist, nicht nur, dass es Sandbox gibt. Sie haben richtig aufgebaut. Zieht euch das rein. Ihr könnt zum einen den alten Typen spielen. Den kennt ihr noch. Ihr könnt jetzt den spielen und den spielen. Drei konnte man früher auch. Jetzt kann man eine mehr. Zieht euch das rein. Vier verschiedene Leute. Und nicht nur das. Die haben alle verschiedene Arten und Weisen, wie sie gespielt werden können. Diese sind nur so kleine Nuancen. Aber immerhin. Gut, das war beim ersten Teil auch schon so. Aber was noch besser ist, wir nehmen jetzt einfach mal Maximilian. Weil im Grunde ist es Jacke wie Hose. Ja, nicht wirklich. Aber was noch besser ist, zieht euch das rein. Ihr habt drei verschiedene Bases, aus denen ihr wählen könnt. Und diese Bases, original, haben verschiedene Stockwerke. Das ist wow. Genau das, was das Spiel gebraucht hatte. Mega gut. Ihr seht das, ihr könnt das hier quasi in so einer Preview-Fenster-Version leider nicht wirklich nachvollziehbar, welche Steckbe. Also zuerst seht ihr das Erdgeschoss, dann seht ihr. Das zweite, dritte, vier. Ah, doch. Und jetzt den Keller. Okay. Okay. Und Hammer, oder? Verschiedene Ebenen. Man baut Treppen. Hier unten ist Gold. Dann gibt es noch, wenn wir eine andere Insel nehmen, seht ihr, dass sie sich teilweise fundamental unterscheiden. Die hier, zwei verschiedene Orte, die verbunden sind durch diese Brücke hier im Erdgeschoss. Und kein Boot. Die kommen alle mit Hubschrauber, glaube ich. Ach nee, gar nicht. Ich glaube, hier links liegt das Boot an. Sieht man nur gerade nicht. Und dann gibt es das Ding da noch. Der dritte, das ist Donut, nennt man den. Steht hier irgendwo. Keine Ahnung, wo ich das weiß. Auf jeden Fall sehr viel Platz. Und geht einmal rum. Und wir starten jetzt einfach mal auf dem ersten Ding. Wir machen die Anfänge. Ich helfe euch ein bisschen rein, falls ihr das Spiel nicht kennt. Denn es erklärt sich ehrlich gesagt nicht wirklich gut selbst. Es hat zwar ein Tutorial, aber es bleiben unglaublich viele Fragen offen, die tatsächlich auch für mich nach 75 Stunden immer noch nicht klar sind, was so fundamentale Dinge zum Beispiel machen. Aber lass uns mal reingehen. Schwierigkeit, ihr könnt hier auch noch einstellen, ne? Verschiedene Kleinigkeiten, wie lange das Training dauert eurer Henchmen, wie lange das Forschen dauert, wie schwierig das generell ist. Wir wollen aber auf Medium, standardmäßig spielen wir Maximilian und wir machen das Tutorial aus. Let's go. Das Hotel steht im zweiten Teil. Ja, am Anfang. Aber ihr könnt es vollkommen verändern, denn in Evil Genius 2 kann man ja, gebaute Gänge wieder rückgängig machen. Man kann wieder Stein platzieren und neu setzen. Also, wenn euch da was nicht gefällt, könnt ihr das wieder zuschütten und neu machen. Und da kommen wir an auf unserer Insel. Wir wollen die Weltherrschaft, ist klar, oder? Was ein Evil Genius will. So, Boss, what do you think of your new lair? It's good, right? There's something wrong about it. It's ugly. It's too yellow. Oh, I like it. It's bright, it's cheerful. It's the color of our swell uniforms. That's it.
That's what's wrong with this place. I have to look at you. Build me an inner sanctum. Use lots of gold. Genau. Und da ist es. Und ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich gesehen habe, alter Schwede, sie haben genau die Farbe getroffen. Vom Flur, vom ersten Teil und sofort fühlt man sich Evil Genius zu Hause. Weil ihr kennt das, ihr habt Angst, ein Spiel, das ihr unglaublich gerne mögt, kommt ein neuer Teil raus, 15 Jahre später. Machen sie zu viel anders? Kriegen sie es nicht hin? Sie haben es hingekriegt. Das kann ich jetzt schon sagen. Mega gut und alleine die Tatsache, ich fühle mich sofort zu Hause. Das ist genau die Evil Genius Flurfarbe. Wenn ihr die im Baumarkt seht irgendwo, sagt mir Bescheid. Schickt mir eine Nachricht, ich will die kaufen. Ich werde zu Hause bei mir alles in Evil Genius Flurfarbe auf. Was sagst du? Wir müssen uns übrigens ein bisschen beeilen. Guck mal, da kommen unsere Leute. Kurzes Intro für alle Leute, die es wirklich gar nicht kennen. Im Grunde ist das hier wie Dungeon Keeper. Wir bauen uns hier eine Basis. Und diese Basis, hier sehen wir das, im Gegensatz zu Dungeon Keeper auf verschiedenen Ebenen. Ganz cool, oder? Und diese Basis, die muss natürlich irgendwie finanziert werden. Wir haben hier die ganzen Leute, die bilden wir aus zu besseren Leuten. Wir stehen gerade hier. Das ist übrigens auch so ein Ding. Warum springt das immer mit der Kamera weg, wenn ich worauf klicke? Das ist, wird euch mega nerven, wenn ihr das selber spielt. Andere Sache. Die Leute hier bilden wir aus. Das sind wir. Bauen Gänge, bauen verschiedene Räume. Das ist das Baumenü. So viele verschiedene Räume gibt es. Aber zwischendurch geht ihr immer wieder in die Weltkarte. Und diese Weltkarte kann ich euch jetzt noch nicht zeigen. Wir müssen erst was bauen. Deswegen verschieben wir das kurz. Das Wichtigste, was man braucht am Anfang, und das solltet ihr als erstes bauen, ist das hier. Der Kontrollraum. Und so ein Kontrollraum, am Anfang bauen wir den mal schön klein. Wie wäre es, wenn wir den... Ja, komm, wir setzen den mal... Machen mal ein paar schöne Gänge erstmal. Ist aber wirklich wenig Platz. So, der Gang. Und pass auf, dann machen wir hier unten den Kontrollraum hin, ja? Ihr seht auch, dass es verschiedene Arten von Stein gibt. Könnt euch schon denken, ne? Dass ihr die harten Steinsorten erst am Ende auch abtragen könnt. Dazu müsst ihr in der Forschung ein bisschen voranschreiten. Selbsterklärend muss man nicht viel zu sagen, aber pass auf. Ich baue jetzt hier unseren Kontrollraum. Den machen wir, komm, hier jetzt mal, zack. 10x11. Ja, reicht das? Müssen da noch was reinbauen. Und zwar diese Dinger, Radio Repeater. Das ist relativ wichtig für den Anfang. Und jetzt kommt das mit dem Drehen. Das ist sehr interessant. Ich versuche dann, mich nicht drüber aufzuregen, aber... Okay, ich habe es geschafft. Manchmal braucht man da so circa 1-2 Minuten. Und ungelogen, wirklich unübertrieben, bis man es schafft, das mal richtig... Ihr seht schon, wie das ist totales Chaos. Das mal richtig gedreht zu kriegen kann. Oh, seht ihr? Und dann... Oh. Das ist genau die Mitte. Passen jetzt zwei nebeneinander. Hammer. Mega gut. Pass auf. Und dann setzt ihr das Ding da rein. Und dann wird das ausgebaut von euren Leuten. Die gehen jetzt hier hin. Im ersten Teil haben sie noch Sprengstoff geholt und haben das dann so ausgehoben. Jetzt haben sie so seltsame, alberne Kanonen. Das sind so Allzweckkanonen. Das ist für ein bisschen verschenktes Potenzial, dass sie sich da nichts Spannendes ausgedacht haben, sondern alle Dinge, die irgendwie Animationen benötigen normalerweise, die aufwendig wären, werden einfach mit der Kanone gelöst. Zum Beispiel auch Dinge verschieben und aufheben oder Leichen aufheben und abtransportieren und sowas. Alles das Gleiche leider. Und aber nur eine Kleinigkeit. Die buddeln sich jetzt hier links rum. Wir müssen weiter bauen. Ein bisschen ranhalten. Wir brauchen natürlich Strom. Wie wäre es, wenn wir den Strom... Da brauchen wir echt eine Menge von... Ich mache erstmal kleine Räume. Am Anfang hat man nicht so viel Kohle. Man muss erstmal die Basics schaffen. So, ich wollte eigentlich drehen. Jupp. Guck mal. Stromgenerator. Kurz die Basics bauen. Barracks brauchen wir noch, dass die Leute schlafen können. Und in den Baracken generieren sich auch neue Minions. Ihr seht ja hier unten unser Geld. Wir haben nur 40.000. Wir sind im Grunde... Besitzen wir das durchschnittliche Jahresgehalt eines Deutschen. Wie es uns das ermöglicht, eine Insel komplett einzunehmen und auszuhöhlen und da ein geheimes Lab drin zu bauen, das weiß ich nicht ganz, aber das ist auch eine kleine Dummheit, die wir ignorieren müssen. Wir gehen hier zu... Was sagte ich? Schlafding. Genau, Schlafding. Pass auf, Schlafding machen wir hier hin. Da brauchen wir ein großes.
Am Anfang brauchen wir noch kein großes. Und in das Schlafding baut man natürlich ein paar Betten. Hier, wie wär's mit denen? Zack, 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 zack. Ah, ganz dumm. So, okay. Einen Moment. So, die Betten generieren euch jetzt aber keine neuen Minions. Ihr seht hier unten, wir haben 20 Stück Minions. Also unsere Henchmen, unsere Leute hier. Henchmen sind übrigens die bewaffneten Minions später. Das darf man nicht verwechseln. Aber das hier ist nur dazu da, dass sie wieder ihre Energie. Die haben verschiedene Werte, wenn man da draufklickt. Geht gerade jetzt nicht, weil es mich das mal kurz zu Ende bauen. Aber diese hier, die Lockers, die generieren neue Leute. Maximal können wir jetzt 20 haben. Und wenn ich einen so einen Locker baue, ihr seht, dass das sind 3. Dann kann ich 3 neue Leute. Probieren wir das mal. Vielleicht machen wir das anders, vielleicht machen wir das so. Okay. Nicht zu viel. Ihr seht, wir haben nur 34. Das nicht übertreiben. Okay? So. Hier hinten sind wir schon weiter. Hier vorne kommt auch das Stromding rein. Okay. Wir können später noch das Ganze mit Fallen versehen. Haben wir aber leider noch nicht. Ich werde bei der Hälfte unseres heutigen Abends, also gegen ca. 23 Uhr, auf einen sehr fortgeschrittenen Spielstand rüberspringen. Und dann seht ihr das Ganze komplett in seiner vollständigen Pracht. Und das ist eine Pracht. Uiuiui. Das Spiel ist wirklich hammermäßig gut. Jetzt, ich muss, nach 75 Stunden tatsächlich fängt so das erste Mal an, dass ich denke, oh, okay, jetzt wird's nicht mehr, ist nicht mehr ganz so geil wie am Anfang. Aber ich finde, 75 Stunden ist eine gute Marke für sowas. So, und schauen den mal kurz zu, weil es ist auch ganz nett animiert. Hat sich nicht ganz so viel Mühe gegeben wie im ersten Teil. Also es sind viel weniger lustige und viel weniger unterschiedliche Animationen drin. Und ihr seht ja alleine diese, dass das immer mit diesem Ding gemacht wird, so gut wie alles. Das ist ein bisschen schade. Und was ich mich auch als erstes gefragt hatte, man konnte ja die Leute verhören. Und man konnte sie an verschiedenen Geräten verhören, nicht nur im Verhörstuhl. Das ist auch nicht mehr drin. Es gibt so eine Stelle, wo das von der Kampagne gedacht ist, dass man das mal an einem anderen Gerät macht. Aber ansonsten gibt es da nur 2 Geräte, wo ihr Leute verhören könnt. Das ist ein bisschen schade. Und es sind viele Kleinigkeiten, wo ich denke, ah, da habt ihr aber am falschen Ende gespart. Trotzdem ist es immer noch mega gut, ne? So, bau das mal aus. Unser Typ steht übrigens in der Zwischenzeit hier am Anfang. Das ist ein bisschen gefährlich. Deswegen ziehen wir ihn jetzt mal rein. Die Angreifer, es werden bald, wenn wir auf die Weltkarte gehen, hier, das ist unser Casino, das ist jetzt noch alles hier verhüllt, das werden wir verkaufen und neu einrichten. Und hier vorne ist ein Anlegeplatz für so Kreuzfahrtschiffe. Da kommen Touristen rein und da kommen auch die Geheimagenten rein, die uns auf die Schliche kommen. Und die sind hier computergesteuert, laufen hier so rum, gehen an die Spieltische, machen was sie wollen und kommen ab und zu auch mal in euer Lair hier rein, in eure geheime Basis. Und dafür gibt es Fallen, da müsst ihr aufpassen. Und das ist quasi, darum geht es in diesem Spiel. Diese Agenten aus eurer Basis fernzuhalten, aber gleichzeitig nicht sehr viel Aufsehen dabei zu generieren. Weil das führt dazu, dass noch mehr Agenten kommen, noch härtere Agenten, vielleicht sogar Superagenten und so weiter. Aber da kommen wir später zu. Das kriegen wir erst, wenn wir die Übersichtskarte haben. Ja? So, und jetzt seht ihr, Maximum ist bei 32. Das bedeutet jetzt circa alle, ich habe es nicht gestoppt, aber so ungefähr alle 45 Sekunden, alle 60 Sekunden kommen 2 Leute. Das ist auch schade. Im ersten Teil war das auch ein interessantes Element, wie man die Leute kriegt. Und das konnte man auch beeinflussen und das war auch taktisch wichtig. Hier kriegt man die einfach von alleine. Alle 2 Minuten. 2 Stück. Hat man keinen Einfluss drauf, auf die Zeit und auf die Anzahl. Ist ein bisschen seltsam, aber ist so. Übrigens, Maximum, fragt ihr euch, 300 Minions in diesem Spiel, okay? Und jetzt haben wir das Teil gebaut. Und jetzt können wir auf die Weltkarte. Und das ist der wichtige zweite Part von Evil Genius. Den müsst ihr verstehen, hier generiert ihr euer Geld. Das ist ein Planet, der dürfte euch bekannt vorkommen. Das ist die gute alte Erde. Und die ist aufgeteilt in verschiedene Machtzonen. Die sind nicht wirklich der echten Welt nachempfunden. Hier ist zum Beispiel Eurasien. Von Japan bis nach Spanien. Komplett rot bei. Wie heißen sie?
Hammer. Genau. Das hier ist Anvil. Das hier ist Saber. Und hier müssen wir jetzt erstmal uns einen Ort aussuchen, wo wir Leute hinschicken und Gold generieren. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir? Komm, wir gehen da, wo wir wohnen, einfach. Einfach auf Scout klicken und es steht, was ihr dafür braucht. Drei Worker laufen jetzt los und in 30 Sekunden brauchen die, um, wenn sie hier sind erst, fliegen jetzt erst mit dem Hubschrauber los. Ihr seht den Fortschritt hier. Oder ihr könnt ihn in der Basis auch beobachten. Hier müssten jetzt drei Leute loslaufen. Da seht ihr sie mit dem roten Gedöns. Und die gehen jetzt rein. Fahren mit dem Fahrstuhl hoch zum Hubschrauber, der wartet schon. Seht ihr sie? Jetzt macht's pop, pop, pop. Jetzt gehen sie hier vorne in den Hubschrauber rein. Die Kamera ist manchmal ein bisschen strange. Und dann fliegen sie los und so weiter. Und das ist immer ganz interessant, weil die Zeit, die eure Leute brauchen, um dahin zu kommen, sind ein taktisches Element, was ihr beim Basenbau beachten müsst. Oder könnt. Oder wichtig ist. Das ist ganz cool. Weil manchmal dauert es sehr lange, bis genug Leute bereit sind. Mit drei normaler Arbeiter ist natürlich erst am Anfang der Fall, dass ihr nur so wenig losschickt. Aber wenn ihr mal so eine 10, 20 Mann-Truppe losschickt, von verschiedenst ausgebildeten Super-Spezial-Händen, dann dauert das manchmal. Und auf dem Weg dahin kann natürlich so einiges passieren in eurer Basis. Ihr seht, jetzt sind die 30 Sekunden. Und wenn die durch sind, haben wir Zugriff auf unser erstes Land und können Geld generieren. Aber gleichzeitig generieren wir natürlich auch so ein bisschen Aufsehen, Aufmerksamkeit. Da ist es. Das Ganze ist jetzt denn so ein kleines Minigame sozusagen obendrauf. Und das war im Grunde das, wo man von Evil Genius 2 zu Evil Genius 2 am meisten Potenzial hatte, um das Spiel zu verbessern. Das war nämlich im ersten Teil ein bisschen träge, ein bisschen dröge, ein bisschen langgezogen und nicht wirklich durchdacht und irgendwie etwas komisch. Aber leider ist hier auch sehr viel Potenzial liegen gelassen worden. Das hier ist fast sogar noch ein bisschen... ich will jetzt nicht sagen schlechter als im ersten Teil, aber es ist ein bisschen broken. Es ist direkt broken von Anfang an. Ich zeige euch, wie ihr am Ende einfach nur eine Sache macht und sonst nichts mehr und auf all dieses verzichten könnt. So, wir suchen uns jetzt was aus. Es gibt immer, am Anfang verwirrt das vielleicht ein bisschen. Außerdem ist es ein bisschen schade, dass manche Dinge dann verdeckt sind. Hier hinter ist auch noch ein Symbol. Das sieht man nicht, aber das ist häufig in dem Spiel so, dass man an Sachen nicht rankommt oder Sachen nicht sehen kann, die man eigentlich sehen wollen würde. Zum Beispiel kann man keine Leute anklicken, wenn sie in irgendwelchen Gerätschaften sind oder sowas. Ne, wenn wir jetzt mal hier hingehen und wenn hier einer dran arbeitet, können wir das in diesem Fall anklicken. Ja, ihn können wir jetzt anklicken, aber die eine oder andere Sache, wo sie zum Beispiel verschiedene von ihren Werten regenerieren, da könnt ihr sie denn nicht anklicken und seht ihr denn irgendwie nicht, ja gut, wie weit ist denn der jetzt? Wieso ist denn der da drin und so? Das ist seltsam und irgendwie unverständlich. Aber trotzdem, ihr seht, unsere Leute steigen langsam an. Wir haben noch 25, wir haben jetzt 25 schon. Und jetzt haben wir ein bisschen gewartet und jetzt sind wir, vier Dinge sind hier aufgetaucht. Vier ist normalerweise die Standardzahl, fünf für nochmal eine außergewöhnliche andere Geschichte. Aber hier haben wir zwei Dinge, die unsere Aufmerksamkeit drücken und zwei Dinge, die Geld generieren und unsere Aufmerksamkeit erhöhen. Und die Aufmerksamkeit seht ihr hier an diesem roten Balken, der jetzt einen ganz kleinen Pups gekriegt hat. Die Balken hier oben sind die Stufe unseres Netzwerks hier. Die ist natürlich jetzt auf Stufe 1. Und hier steht das auch nochmal. Heat 2, Maximum 50. Und jetzt sehen wir hier, wenn wir das machen, kriegen wir 20 Heat über 3 Minuten, $15.000 und brauchen dafür 6 Worker. Alternativ hätten wir dieses Ding hier, 3 Worker, 20.000, 30 Minuten. Da sagen wir natürlich, okay, wir brauchen das Geld schnell. Also machen wir eine 3-Minuten-Nummer, brauchen doppelt so viele Leute, kriegen aber in 3 Minuten 15.000. Drückt einfach nur hier. Dann kommt manchmal die Info, dass die Minions nicht zurückkommen in eure Basis und manchmal kommt die Info nicht. Das irritiert mich sehr, weil so wie ich es hier in diesem Spiel seit zig Stunden beobachte, kommen die nie wieder. Und dann irritiert mich das, warum manchmal eine Meldung, manchmal nicht, wenn die eh nie wiederkommen. Aber ich habe immer noch das Gefühl, vielleicht übersehe ich was. Vielleicht gibt es irgendwas Spezielles, aber na gut, komm.
Ihr merkt, wie gut, wie, ich liebe dieses Spiel und wie ich an so Kleinigkeiten mich schon manchmal so aufhänge. Aber ich kämpfe mit dem Spiel tatsächlich, wie gesagt, schon 75 Stunden. Und das war ein Kampf, diese Vorab-Version. Ich bin froh, dass jetzt einige der Bugs draußen sind. Und wir müssen jetzt warten, bis die Leute dahin fliegen. Ist klar, das dauert ein bisschen. Und in der Zwischenzeit können wir weiterbauen. Das Wichtige ist, dass wir schon mal langsam Geld generieren. Und dann fragt man sich, wo soll denn das ganze Geld hin? Vielleicht sollten wir als erstes mal, weil momentan können wir nur maximal 40.000 Dollar haben. Und dann bauen wir doch mal ein Vault. Da kommt die ganze Kohle rein. Na? Was meinst du? Es sollte doch reichen, um Milliarden und Abertrillionen von Dollars unterzubringen. Machen wir noch eine schöne Tür rein und hier kommen dir palettenweise Gold rein. Auf Paletten. Seht ihr das? 3000er Palette. Da muss ja richtig viel raufpassen. Und hier steht's. 2000 Dollar. Also packe ich das jetzt voll. Und es ist tatsächlich so, dass mit diesem Raum 2, 4, 6, 12, 8, ich 18.000 Dollar speichern kann. Und da dachte ich auch, weil das ist doch ein Bug. Oder das ändert ihr doch noch. Nee, ist immer noch so. Ist ganz komisch. Dieses Verhältnis von Geld und wie viel so ein Goldbarren wert ist, ist in diesem Spiel komplett off. Und führt auch dazu, dass ihr riesige, ihr müsst ganze Etagen voll machen mit Goldlagern. Und die sind dann voll mit Gold. Und euer Kontostand beträgt dann vielleicht eine halbe Million oder so, was ja komplett off ist. Und ist nicht schlimm, aber ist auch wieder so eine Kleinigkeit, wo ich mir frage, wieso? Bei Evil Genius 1 war es so, da hatte ich einen kleinen Raum und da war eine Palette und die hat sich so ganz langsam, ihr habt das richtig gemerkt, wenn ihr viel Gold hattet, wurde es langsam voller und das hat richtig Spaß gemacht. Ihr konntet anhand des Spiels sehen, wie viel Geld ihr habt. Könnt ihr in diesem Spiel nicht, bei Evil Genius 2. Da habt ihr ganz komisch. Das meiste Geld, was ich mal hatte, ist 1,5 Millionen. Und das ist irgendwie nicht der Kontostand, den ich mir vorstelle, wenn ich versuche als verrückter Supergenie die Welt zu erobern und ganze Länder kaufe. Da komme ich mit 1,5 Millionen nicht weit. Gut, ich kenne mich da nicht so viel mit aus. Ich hatte nie so viel Geld. Aber ich habe mal gehört, ein Land ist teurer als 1,5 Millionen. Die meisten zumindest. Oder fällt euch das ein? Dann kaufe ich das nämlich. Naja, wie soll ich mir das leisten? Ich werde Evil Genius, seht ihr? Hier seht ihr unseren Power. Hier seht ihr die prozentuale Füllmenge, der Füllstand unseres Goldes. Seht ihr, und wir haben jetzt 4000 Dollar. Bam! Und seht ihr, wie viel. Boah, sind das nicht viel? Stellt ihr euch so 4000 Dollar vor? 5000. Oder? Ist das eine Kleinigkeit auch für euch? Weil das finde ich schon wieder eine große Kleinigkeit. Was soll das? Macht voll. Das Spiel ist trotzdem geil. Muss ich immer wieder dazu sagen. Aber wenn ich sowas so gut finde, dann möchte ich mit euch auch diskutieren, was ich nicht so gut finde, okay? Pass auf, wir werden gleich noch mehr Goldbahnen stehen und das sind immer noch nur 3000 Dollar, ja. Das checke ich nicht. Und jetzt sieht man, okay. Da gibt es denn doch Unterschiede, ja, aber so viel dazu. Was brauchen wir noch? Wir brauchen was zum Essen, damit die Leute hier nicht abhauen. Wir brauchen ja Energie. Bauen wir hier eine Tür rein. Und dann am Anfang können wir leider nur diese Essens... Haben wir heute Glück mit dem Drehen. Diese Essensausgabe-Theke bauen. Ja, machen wir hier zwei Stück rein. Die kosten nämlich ein bisschen. Wir sind nämlich so gut wie pleite. Deswegen... Folgendes, brauchen wir jetzt hier noch ein von diesen Radio-Repeatern, die es uns ermöglichen, auf der Weltkarte Geld einzustreichen. So ein Radio-Repeater, der gibt uns eine Broadcast-Strength, also eine die Übertragungsstärke 1, mit 2 haben wir Übertragungsstärke 2, damit können wir dann 2 kleine Netzwerke schaffen. Um auf ein Level 2 Netzwerk abzugraden, das geht später, denn hier über den Button braucht ihr natürlich auch noch mehr Upgrade Strength, aber auch noch ein bisschen mehr. Und je weiter ihr das upgradet, umso mehr braucht ihr davon und auch fortgeschrittenere Minions. Die Minions selber, die schaltet man auch auf der Karte frei. Das ist ein bisschen schade, das ist jetzt auch über Quests verknüpft. Im ersten Teil hatte man da freie Wahl, wen man da als erstes holt, wie man da vorgeht. Hier ist es ein bisschen anders, da nimmt euch das Spiel leider
fast zu stark an die Hand. Und das Ganze ist hinter so einer Kampagne versteckt, wo ihr erst andere Aufgaben lösen müsst, bevor ihr an eure Leute kommt. Und diese Quests, teilweise, das ist auch nochmal ein Thema, da kommen wir später auch nochmal hin. Na, was sind das für Leute, fragt ihr euch. Da sind sie, die ersten Agenten. Und die kommen dann hier, haben sich hier irgendwie reingeschlichen und werden dann ein bisschen, wie sagt man? Horchen dann auf, laufen hier rum. Wo ist denn? Normalerweise bleiben die zusammen. Ja, hier seht ihr das. Und jetzt haben wir die Wahl. Jetzt können wir die hier rumlaufen lassen. Aber ihr seht, die haben dieses... Die haben jetzt so ein bisschen, sind die aufmerksam geworden. Ihr Suspicion Meter ist voll. Und diese 5 Suspicion bringt sie jetzt zurück nach Hammer. Sie ist natürlich von Hammer, weil bei Hammer haben wir ja unsere Basis. Das führt natürlich dazu, dass Agenten kommen. Und unsere Heat ist jetzt auch schon auf 25. Das heißt, wir kriegen hier schnell noch einen zweiten Scheme rein, bevor das voll ist auf 50. Und dann geht das Ganze in Lockdown und wir können für circa 5 bis 10 Minuten nichts machen. Das ist auch ganz, ganz seltsam. Das habe ich die ersten zig Stunden gespielt und versucht es immer zu vermeiden, auf Maximum zu kommen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, weil das Spiel erklärt einem das nicht, was diese Heat macht, dass es völlig egal ist. Ihr könnt das komplett volllaufen lassen und es gibt keinen Nachteil, außer dass das 5 Minuten abschaltet. Aber der Witz ist, das manuell selber abzuschalten würde eh viel länger dauern oder mehr kosten. Dementsprechend ist es fast ein Vorteil, das Heatmeter auf Maximum zu bringen, was designtechnisch irgendwie überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber leider auch so ist. Aber das sagte ich ja schon, das ist sehr broken hier. Und das wird bestimmt noch gefixt, weil das macht so leider alles keinen Sinn. Aber trotzdem zeigen wir euch später, was ich damit meine. So, jetzt müssen wir halt gucken. Die bringen halt diese Heat. Der eine Typ, ist der schon abgehauen? Ach, die wollen schon abhauen. Jetzt müssen wir aber schnell los. Das ist auch eine Neuerung bei Evil Genius 2. Bei Evil Genius 1 war dieser kleine, dicke Mann genauso stark, wie man ihn sich vorstellt. Nämlich mega schwach. Der konnte nichts. Auf den musste man mega aufpassen. Hier in diesem Spiel ist das eure stärkste Waffe, seltsamerweise, was leider auch so ein bisschen die Challenge rausnimmt. Ne? Ich mache ganze Agententruppen platt, nur mit meinem Evil Genius, ohne irgendwelche Hilfe. Und das stört mich auch enormst. Das stört mich wirklich enormst. Der Typ ist einfach overpowered, es ist keine Challenge mehr. Später natürlich, dann kommt zu der Situation, dann kommen stärkere Leute. Aber sowas konntet ihr im ersten Teil nicht machen. Seht ihr, ich habe nicht mal richtig Schaden gekriegt. Wozu soll ich überhaupt Wachleute trainieren am Anfang? Das ist auch ein bisschen, ja, zu... sich zu einfach. Da hätte man sich Gedanken machen können, um das spannender zu machen. Stellt ihn einfach unverwundbar quasi zu machen. Trotzdem immer noch, wenn er euch tot geht, wenn ihr es vergesst und ihn aus Versehen hier vorne stehen habt und es kommen gute Agenten und ihr kriegt es nicht mit und er stirbt, dann ist wirklich Game Over. Dann müsst ihr neu laden. Ja, ich habe mir extra gesagt, hey, sag nicht so viel von den negativen Sachen, die dir auffallen. Aber ihr habt recht, vielleicht soll ich mich ein bisschen zurückschrauben. Kümmern wir uns um die guten Sachen. Wir müssen jetzt leider ein bisschen warten, bis wir genug Geld haben. 5000 haben wir gerade. Ah, wir haben schon unser neues Ding hier. Ihr seht, der läuft gerade. Dieses Vorhaben ist bei 50%. Das heißt, auch noch die Hälfte von dieser Heat wird hier noch raufgerechnet in den nächsten anderthalb Minuten. Dann sind wir hier bei 45. Und dann muss man mal gucken, weil dann kann man keine neuen Sachen mehr starten. Man kann sie schon starten, aber dann würden sie abbrechen, da die Heat vor Abschluss der Aufgabe ihr Maximum überschreiten werden würde. Wir haben jetzt aber noch eine weitere Broadcast Strength und wir können am Anfang das jetzt noch nicht auf Stufe 2 bringen. Das alleine würde uns 2 Broadcast Strengths kosten. Deswegen suchen wir uns irgendein anderes Land aus und meiner Meinung nach, hier schon der erste Tipp, geht nach Südamerika. Hier gibt's die beste Kohle. Ihr braucht eigentlich nur Südamerika. Da setzt ihr 2 Leute hin und das war's. Wir schicken mal Leute hier ganz... Ach, wir gehen in den Osten. Ist einem im Grunde egal. Und auf dieser Karte werdet ihr dann später diese Missionsziele auch erledigen, ne? Ah.
Die Leute laufen los. Und ich mag das. Das ist eins dieser Spiele, wo ihr eine Aufgabe euren Leuten hier auf dem Bildschirm gebt. Könnt euch dann zurücklehnen. Und einfach mal gucken. Was machen die da? Was machen die hier? Ist alles richtig? Und später, wenn das Ganze voller wird, muss man auch immer so ein halbes Auge auf diesen vorderen Bereich haben, dass da nicht einer durchflutscht. So, das aufmerksame Auge sieht, wir haben eine von diesen sekundären Objectives. Und zwar können wir hier unsere Belohnung abholen. Hier haben wir die Side Stories. Zum Glück fangen wir mit der ersten Stufe der Minions an und müssen uns jetzt nicht erstmal durch andere Quests durchbuttern. Das kommt später dann, um an die Fortgeschrittenen ranzukommen. Und zwar, was nehmen wir als erstes? Ich würde sagen, wir brauchen ein bisschen Muscle. Jemand, der die Basis verteidigt. Und wenn wir das hier machen, diese Nebenquest, kriegen wir alles, was wir dafür brauchen. Und ein bisschen Geld. Sorry, ich bin gerade abgelenkt, weil eine unglaublich gute Frage von Yoko Ono gerade gestellt wurde, die ich mich auch schon gestellt habe. Beantworte ich gleich. And how many bullet wounds can you take before you give up? One, maybe two. My point exactly. Get out there and find someone strong. Learn their secrets. So, und das passiert immer, dass da so kleine Zwischendialoge kommen, die man irgendwann nur noch klick, 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 wegklickt, weil sie auch immer die gleichen sind. Das Problem ist, wenn ihr verschiedene von euren Geniuses wählt, da werdet ihr merken, oder zumindest war das in meiner Version so, das muss ich immer dazu sagen, dass es sein kann, dass sie in den letzten Tagen nochmal alles umgeschrieben haben. Aber ich glaube nicht. Was ich sagen will, ist, die Dialoge sind bei jedem auch gleich. Die sagen teilweise fast identische Sachen, wenn ihr einen anderen Evil Genius spielt. So, unser neues Netzwerk wurde eröffnet, hier im Osten von Südamerika. Und wir warten immer ein bisschen, bis hier was aufpoppt. Oder ist das schon was uns interessiert? 10.000, 3 Worker, 3 Minuten. Machen wir. Das wollen wir direkt. Das nächste, was hier aufpoppen würde, ist etwas für längere Zeit. Das wird jetzt hier 35 Minuten dauern. Dafür kriegen wir aber ein bisschen mehr. Das ist für später ganz gut. Am Anfang brauchen wir die Kohle aber schnell. Wir schicken da 3 Läufer hin. 3 Arbeiter, meine ich. Ihr seht, die werden hier ausgesucht. Döp, döp, döp. Und dann gehen sie dahin. Hier wird fleißig gegessen. Gibt immer wieder was zu entdecken. Sind kleine lustige Animationen drin. Das hat ja auch ganz guten Humor, ne? Die essen teilweise wirklich sehr lange. Wir haben hier auch immer so ein paar Informationen, die aber größtenteils relativ nutzlos sind, wie zum Beispiel die hier, dass er einen schlechten Rücken hat und dass es ihm wehtut, wenn er schwere Sachen hochheben muss. Er hat mich ein bisschen irritiert, weil da manchmal so Sachen zwischen sind, wo man sich fragt, warte mal, hat das jetzt Einfluss aufs Spiel oder nicht? Wir können ja mal gucken, es gibt einen ganzen Bildschirm, der diese nutzlosen Informationen sammelt. Warte, wo ist das? Wo ist meine Minion-Liste nochmal? Hier. Ja, hier ist der Minion-Manager. Guck mal, hier seht ihr alle eure Minions nochmal in einer Übersicht und könnt gucken, was diese ganzen Typen, die eh alle das Gleiche können, was die für Unterschiede haben. Und erstaunlicherweise haben sie keine. Aber trotzdem gibt es einen Bildschirm dafür. Ihr seht, hier sind die Traits. Aber das hier, dass er mal ein ehemaliger Hammer-Mitarbeiter war, ist ja komplett unwichtig. Ist ja nur ein Gag. Oder hier. Hat ein peinliches Tattoo. Das ist ja nicht wichtig fürs Spiel. Aber pass mal auf, da sind bestimmt welche bei, wo ihr euch dann auffragt. Warte mal, hat das jetzt was mit dem Spiel zu tun? Will work longer before resting, weil es ein Workaholic ist. Und ich bin dann schnell irritiert und frage mich, ja, warte mal, muss ich da jetzt selber durchwühlen und gucken, ob da nützliche Informationen zu finden sind oder nicht? Weil die meisten, wobei hier, loses morale more quickly, also verliert schneller seine Moral. Aber wozu?
Weil dieses Spiel ist ja gar nicht dafür da, Micromanagen von Minions. Ich habe ja gar keinen Einfluss auf die. Ob der jetzt irgendeinen guten oder einen schlechten Trade hat, verändert das Spiel und meine Spielweise oder meine Reaktion auf irgendwas überhaupt. Ich kann nichts machen. Das hat mich irritiert. Und diese Irritation wollte ich mit euch teilen. Und da kommen die nächsten Leute, pünktlich. Ihr seht, die können sich auch verkleiden. Wobei die Verkleidung jetzt hier nicht unbedingt... Wenn mich sie hat sich verkleidet. Ah ne, die gehört zu mir. Manchmal verkleiden die sich nämlich als meine Arbeiter. Und das ist ganz witzig, denn erkennt man die sich nicht so gut. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade passiert ist, weil die sich in sich selbst verkleidet haben. Und die laufen jetzt wieder hier rum. Und wir werden jetzt mal wieder mit unserem Evil Genius, weil die werden gleich wieder ein bisschen Lunte riechen. Sie hier macht ein Foto. Na, von der Wand. Hier. Und geht raus. Und hat schon ihr Maximum. Und deswegen... Zack. Na? Die können auch Sachen klauen. Beziehungsweise das machen sie selten. Da gibt es spezielle Agenten für, die Sachen klauen. Oder Infiltratoren heißen die dann im Speziellen. Okay. So, wie sieht's aus? Können wir voranschreiten? Ich würde sagen, der Anfang ist gemacht. Ihr seht, wir haben eine positive Bilanz. Das Spiel gibt euch am Anfang nicht unbedingt viel Raum, wie ihr startet. Ihr braucht unbedingt am Anfang das hier, um Geld zu generieren. Ihr braucht Sachen, um Geld zu speichern. Und ihr braucht das, Minions zu generieren und ihnen Essen zu geben. Das sind die wichtigen Dinge. Und natürlich Power. Merkt euch das. Das sind die 5 Essentials. Und danach, wenn ihr die habt, dann könnt ihr anderen Kram bauen. Dann könnt ihr zum Beispiel hier, damit die Leute sich besser fühlen, so einen Raum bauen, in dem man so einen seltsamen, super Fernsehsessel bauen kann. Ist schwer zu erkennen, aber das sind so... Hier seht ihr das, nennt sich EGTV. Und da können 4 Leute sich von Fernseher flitzen und kriegen bessere Moral. Das Ganze könnt ihr noch dekorieren. Das schaltet ihr immer mehr frei von diesen Dekorelementen. Das Ding ist, dass auch leider hier das Spiel versäumt zu sagen, was sie machen. Und ich deswegen seit einigen Tagen selber versuche rauszufinden, was sie machen. Und ich glaube, dass die Sachen hier nichts machen. Es gibt einige Sachen, die etwas machen. Das zeige ich euch aber gleich. Und das habe ich noch nie gesehen, wie die im Schrank wühlen. Okay, cool. Was könnten wir noch bauen? Archive. Das bisschen was für den Kopf, um den Kopf zu trainieren. Wir können hier so ein Ding bauen, um unsere Leute, seht ihr hier, so ein Bett reinzubauen und die wieder zu heilen. Das dauert sehr lange. Es braucht sehr viel Strom. Es braucht alleine einen Generator für ein so ein Ding. Seht ihr? Was können wir noch bauen? Das haben wir schon, Zum Trainieren, selbstverständlich. Training Room. Zum Forschen. Ein Lager für unsere Waffen und für unsere Wachen. Quasi so ein Wachraum, wo auch Gefangene denn dahinter können. Es gibt nämlich ein Gefängnis auch. Das wäre das hier. Dann gibt es unser Inner Sanctum. Das ist eigentlich gerade unsere Hauptaufgabe. Wenn wir die abschließen, geht es weiter mit der Kampagne. Ist aber relativ teuer. Da müsst ihr erst ein bisschen... Ihr seht, das hier kostet 13.000. Es ist noch günstig, aber da kommen teure Dinge rein, wie zum Beispiel dieser teure Tisch. Der kostet 15.000. Und hier brauchen wir... Och, der ist ja noch krasser. Naja, ganz schön dickes Ding. Und dann können wir da eine Tür reinknallen. Aber wir können es uns nicht leisten, noch nicht leisten. Das würde uns jetzt über 50.000 kosten, ne? Sie sagt es uns auch schon. Und das ist jetzt so eine Stelle, wo das Spiel läuft. Ihr könnt euch jetzt zurücklehnen und müsst hin und wieder, genau, müsst hin und wieder mal gucken, ob hier alles in Ordnung ist, ob ihr Geld habt oder ob irgendwas in eurer Basis passiert. Aber ansonsten läuft das Spiel jetzt von alleine und ich liebe solche Spiele. Ihr kennt es, es ist wie Siedler oder Anno, wo ihr auch mal aufstehen könnt
und eine Runde um den Block läuft oder was weiß ich, einen Purzelbaum schlagt und dann wieder hinkommt, nach 10 Minuten, durchschnittliche Zeit, die man für einen Purzelbaum braucht, übrigens, und dann ist noch alles am Laufen und ihr erntet eher eure Früchte. Und sowas mag ich mega gerne. Dass man einfach mal so rumdaddeln kann und guckt, was passiert hier, was ist da. Im ersten Teil war es so, dass außen drumherum um die Insel einmal komplett Strand war. Das ist jetzt hier zwar auch der Fall, aber das ist leider gehört nicht zum Spiel. Im ersten Teil war der Strand auch noch Teil des Spiels. Spielareal, man konnte Dinge draußen bauen, man konnte sogar Gebäude draußen bauen. Im Grunde war nicht sogar das komplette Casino draußen vor der Basis? Glaube ja. Hier ist es eher so, dass, wenn wir hier hingehen, alles, was wichtig ist, dass immer wieder... Warte mal. Hier. Hier ist der Eingang für den Kreuzer. Hier kommen die Touristen rein. Und hier landen immer so Schnellboote für die Agenten. Und die gehen dann irgendwie hier rein und kommen dann hier raus. Und bis hier könnt ihr mit ihnen interagieren. Wenn sie hier wieder reingehen, sind sie futsch. Dann könnt ihr nicht mehr mit ihnen interagieren. Und erst wenn sie hier hochkommen, ab da könnt ihr interagieren. Das heißt, wenn sie euch weglaufen und diese Schwelle überschreiten, sind sie weg. Das ist eigentlich eine erhebliche Beschneidung, nenne ich es mal, des ersten Teils. Dass sie das komplette Außenareal gestrichen haben. Aber wisst ihr was? Das würde jetzt ewig dauern, um noch ein bisschen Fortschritt zu machen. Und wir haben uns auch verplant, wie ihr seht. Jetzt ist kein Strom mehr da, jetzt müssen wir hier Strom nachordern. Easy, das dauert denn aber. Und zwischendurch müsst ihr immer wieder gucken, wie das hier mit der Heat ist. Ihr seht, hier war sie wohl gerade voll und hat sich jetzt ein bisschen abgeklinkt. Aber es ist eine Spezialmission gekommen. Denn wir sollen ja hier so eine Wache kidnappen und zu unserer Basis bringen, damit wir unsere erste Spezialeinheit haben. Leider fehlt uns dafür das... Nee, was fehlt uns denn? Ach, kein Power, weil wir gerade keine Energie haben. Aber wisst ihr was, Leute? An dieser Stelle würde ich einen Cut machen und wir springen jetzt in eine Basis, die schon weiter fortgeschritten ist. Was sagt ihr dazu? Weil jetzt wäre es... Ich finde, Evil Genius ist eigentlich auch kein Spiel, was man unbedingt lange am Stück zeigen sollte. Ich würde zumindest dabei einpennen, wenn ich jemandem dabei zuschauen müsste. Aber es macht selber unglaublich viel Spaß. Wir gehen... Ja, wir können direkt hier mal und gucken mal... Sind die ganzen Autosaves... Und das, ja, da seht ihr, wann ich heute Morgen ins Bett gegangen bin wegen Evil Genius. Und zack. Startcharaktere, du meinst, es gibt immer so eine rechte Hand bei Evil Genius im ersten Teil. Das ist im Rahmen der Kampagne, kriegt ihr die. Sogar mehrere. Da seht ihr hier die Liste. Nee, sorry. Seht ihr hier die Liste. Und ihr seht bis zur... 5 Leute könnt ihr noch rekrutieren, die euch zur Seite stehen. Der erste Platz ist reserviert für euch. Und das hier ist ein anderer Evil Genius. Das hier ist so eine Dame, die ein bisschen mehr auf Forschung geht. Und die haben natürlich auch hier so Spezialfähigkeiten. Wir können das mal demonstrieren. Hier wird geforscht. So sieht ein gut ausgebautes Forschungszimmer aus. Ich habe hier sogar Gehirne in die Wand gesetzt. Das ist gut für die Laune. Aber das ist das Ding hier. Das sind diese grünen Zonen, die ihr jetzt seht. Die aber leider vom Spiel nicht ein einziges Mal erwähnt oder erklärt werden. Es wird irgendwas Gutes sein. Ich schätze mal, dass es die Moral ist, aber so richtig sicher kann ich mir da noch nicht sein. So, ich wollte euch die Spezialfähigkeit... Zack, einmal hier und dann geht das auf die Moral, aber dann habe ich für einen gewissen Zeitraum hier eine Buff-Area, wo die Leute priorisieren und was noch? Leider, wenn du einmal draufklickst, steht es leider nicht mehr da. Das ist, ist ein bisschen unpraktisch. So, und jetzt zeige ich euch mal meine Basis. Wo wollen wir anfangen? Mit einer kleinen Übersicht. So sieht sie aus. Das ist quasi Endgame. Und
hier vorne, wenn ihr zu meiner Basis wollt. Die ist übrigens, glaube ich, im Indischen Ozean. Ja, wir sind hier unten. Direkt unter Sri Lanka, wenn wir hier hoch anlegen, schön mit eurem Kreuzfahrtschiff. Halt doch mal die Schnute. Das ist auch so ein Ding. Die Faseltante, ne? Ich meine, ihr merkt schon, ich werde nicht aus diesen kleinen Nicklichkeiten rauskommen. Ich muss sie halt auch loswerden, weil ich die schon die ganze Zeit damit lebe. Aber sie sagt immer zum falschen Zeitpunkt, entweder viel zu spät oder gar nicht und dann viel zu wenig oder viel zu häufig. Gibt es welche Informationen? Aber so eine goldene Mitte ist da noch nicht gefunden. Das ist übrigens einer von den Agenten. Das hier ist mein Typ. Einer meiner Helden. Das hier ist ein Agent, der hat genug gesehen. Den haben wir in Fallen gelockt, die zwei seiner Aufmerksamkeitsskills so reduziert haben, dass er auf Null ist und jetzt geht er nach Hause, ohne irgendwas gesehen zu haben. Ihr seht hier. Er ist auf nichts aufmerksam geworden, deswegen können wir ihn jetzt nach Hause gehen lassen. Und hier seht ihr diese Schnellboote. Im ersten Teil gab es da noch Dutzende Formen und da sind die auf irgendwelchen Flugdiscs gekommen, je nachdem aus welcher Zone sie kamen. Hier sind das immer so Schnellboote, immer an der gleichen Stelle. Und ihr seht, die geht denn hier runter und ihr könnt da selber gar nicht hin, leider. Das ist so ein Gebiet. Oder kann man da doch runter? Erzähl mir nichts. Ich glaube nicht. Ihr könnt da nicht runter. Warte mal, jetzt probieren wir es aber. Und dann düsen die ab. Ne, ist doch alles cool animiert. Die verschwinden nicht einfach, sondern tup-tup. Und was macht das Boot dann? Nichts, okay. Vielleicht wartet die Tante noch auf ihre Kumpels, denn hier kommt ja schon der Nächste. Und da ist, der ist auch direkt in so eine Falle gerade getappt. Ja. Oh, der ist sogar dabei draufgegangen. Das sind Eisfallen, da kommen so Eisstrahlen raus. So sieht es aus. Und das wollte ich euch jetzt einmal ganz kurz zeigen. Wir wollten aber vorher nochmal checken, ob wir da vorne jetzt lang können oder nicht. Und ihr seht, der Typ, auf, ich kann hier hin klicken. Und dann können sie doch dahin gehen. Aha, guck mal. Da habe ich dann ja gerade Mist. Das hatte ich nie so richtig probiert. Wie weit kann man denn gehen? Also kann man sie doch noch bis zum Boot abfangen. Das ist eine gute Info, aber... Nee, hier wird auch kein Fadenkreuz... Hier, bis hier. Hier haben wir noch ein grünes Fadenkreuz auf dem Boden. Da, hier ist dann die Grenze. Aber erst im Grunde ja auch Jacke wie Hose. Hier kann man eh nichts machen, leider. So, komm wieder hoch, Junge. Also ihr seht, in meinem Casino habe ich ein bisschen auf Slot Machines mich... konzentriert. Die gehen von alleine. Und hier sind ziemlich viele meiner Minions. Das hier ist jemand und das hier ist jemand, der sich ein bisschen um die Leute kümmert hier. Hier ist zum Beispiel ein Tourist. Die laufen hier rum und lenken so ein bisschen ab. Das ist meine Cover Operation. Und direkt dahinter ist dann die Basis. Das ist die Story dahinter. Und die Agenten kommen, werden hier ein bisschen abgelenkt. Vielleicht sehen wir einen Agenten, der irgendwo ein bisschen zockt oder... Nee. Nee, gerade keine Agenten da. Und die verlieren dann von diesen Werten, von diesen Aufmerksamkeitswerten. Und wenn die auf Null sind, dann gehen die wieder nach Hause. Und wenn das nicht klappt, kann man ihre Lebensenergie auf Null bringen. Denn auch bei den Fallen leidet Evil Genius 2 so ein bisschen an der gleichen Krankheit wie Evil Genius 1. Die Fallen sind auch ein bisschen schwierig. Es gibt so einige Sachen, die leider nicht funktionieren, die man gerne machen würde. Wir können uns mal anschauen, wie viele Fallen ich schon freigeschaltet habe hier. Das sind noch nicht alle. Aber wir haben sowas, zum Beispiel die Venus-Fliegenfalle, so ein Pinball- Bumper, einen rutschigen Fußboden, ein Haifischbecken. Habe ich auch schon alles gebaut. Können wir uns gleich mal angucken. Vielleicht sollten wir die Kamera mal hier lassen. Und das Problem ist, dass eigentlich das Spiel schon im ersten Teil wollte, übrigens im ersten Teil fällt mir gerade auf, gibt es auch mehrere, da gab es mehr von. Smarts, Morale, Vitality, da gab es noch was. Aber ist ja egal. Das Spiel möchte,
euch eigentlich auch die Möglichkeit geben, tatsächlich das so zu machen, wie ich es gerade erklärt hatte, dass ihr den Leuten nicht die Lebensenergie abzieht, sondern sie so lange betuttelt hier und ablenkt mit euren Leuten und vielleicht auch mit Pfeilen, weil eine Eisfalle macht nicht unbedingt viel Schaden, aber gibt viel auf Smarts und Morail. Und will euch die Möglichkeit geben, dass die Leute so gehen. Einfach, dass sie die Schnauze voll von euch haben. Problem ist, dass die Leute immer in Gruppen kommen. Und sobald einer umkippt, könnt ihr diesen Plan vergessen. Weil die anderen sehen ihn dann, die anderen fotografieren ihn dann und gehen nach Hause mit einem Foto von einem Typen, der gestorben ist. Versteht ihr, was ich meine? Selbst wenn sie Heat haben, ihr könnt ihnen die Heat nicht wieder wegnehmen. Und so passiert es denn leider häufig, ich habe das nämlich so probiert, dass wenn man das versucht, die Leute friedlich zu überzeugen und einfach tot zu labern, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Also wenn man mit denen quatscht und sie ablenkt, sie so nach Hause zu schenken, das geht leider nicht. Die nehmen immer ein bisschen Heat mit nach Hause. Ich überlege, ob wir jetzt gerade mal vorspulen, weil ich sehe keine gegnerischen Leute. Das hier sieht böse aus, aber das ist einer meiner besten Typen. Das sind so Hitmans, heißen die. Das ist die letzte Stufe der Wachmänner. Das hier ist auch was. Das ist ein Kampfkünstler. Die vorletzte Stufe der Guards. Ihr könnt hier einstellen, wie lange das dauert, bis die Tür aufgeht. Hier steht leider auch nicht, ob das Einfluss hat auf die gegnerischen Agenten. Immer wieder patrouilliert hier durch diese Techniker, die das natürlich hin und wieder mal reparieren müssen. Hier ist meine gefährliche Laser-Tunnelwand. Hier kommt keiner durch. Spätestens hier ist der Schluss für die Agenten. Und hier an dieser Stelle fängt dann auch meine Basis an. Das ist hier alles tatsächlich nicht wirklich durchdacht. Ich habe hier ein bisschen rumgespielt, weil tatsächlich, wie gesagt, Fallen da ist noch Raum für Verbesserung, sagen wir es mal so. Okay. Wenn ihr aus diesem kleinen Labyrinth kommt und es wirklich schafft, bis hier vorzustoßen, ist das die letzte Tür. Ihr habt die Möglichkeit, bei Evil Genius 2 hier Zonen auch zu geben. Ihr seht, ich habe hier eine rote Zone eingeteilt und das habe ich hier auch unten in der Anne alles rot. Wenn da jemand angetroffen wird, wird er sofort beschossen. Wir könnten auch sagen, grüne Zone. Und machen hier eine grüne Zone hin. Alles, was in der grünen Zone angetroffen wird, wird sofort bequatscht und rausgeschmissen. Friedlich? Und das hier ist nicht friedlich. Grün ist natürlich friedlich. Wir machen das wieder aus. Und hier sind die besagten Treppen. Das ist der Hammer. Problem ist leider, das ist auch wieder so ein Ding, wenn ihr das erste Mal baut, habt ihr keine Ahnung, wo ihr da drüber rauskommt. Normalerweise, wenn ich das gemacht hätte, mal so am Rande, ich bin jetzt nicht die Krönung der Schöpfung, aber mal im Ernst, man baut eine Treppe und die soll nach oben führen und dann wäre es doch mega smart gewesen, wenn man hier so eine Silhouette gezeigt hätte, wo das denn ankommt. Kriegt man leider nicht. Erst wenn man es gebaut hat, weiß man, wo das Ding oben ankommt. Und das ist ein bisschen doof, so macht es die Planung ein bisschen schwierig. Hier übrigens auch zu erkennen, dass diese ganzen Etagen gar nicht unbedingt benötigt werden. Ihr könnt hier eine Megabasis bauen, aber die Räume hier hinten sind erstens sehr weit weg vom Helipad und zweitens nicht wirklich in eurem Fokus. Es ist tatsächlich von Vorteil, wenn ihr viel im Auge behaltet und nicht alle Räume, ihr seht hier in dieser Einstellung, sehe ich alles, wenn irgendwas ist, kriege ich es eventuell mit. Und ich hatte es nämlich in einem Speicherstand, dass ich es verteilt habe auf verschiedene Etagen. Und es kann manchmal passieren, ich weiß, es ist unglaublich, aber manche der Spezialagenten können sich in eure Basis teleportieren. Also ihr seid nicht mal irgendwie richtig sicher, sodass ihr denkt, okay, alles, was meine Basis angreift, muss von hier kommen. Nee, es ist ganz seltsam, einige Agenten teleportieren sich direkt bei euch in die Schatzkammer. Das ist ein bisschen komisch. Aber ist so. Und dann ist es manchmal schwierig, die zu entdecken. Das ist übrigens hier mein Keller. Alles Strom. Er braucht sehr viel Strom und ich werde auch noch mehr Strom benötigen. Das hier ist ein eingefrorener Yeti.
Man kann wieder Loot auf der Weltkarte kriegen. Das ist leider auch wieder über so seltsame optionale Quests verbunden. Gibt viel weniger als im ersten Teil. Ich kann mal zeigen, wie viel habe ich. Ich habe gerade mal... So kann ich denn hier nicht draufklicken. Jetzt. So, ja, ich habe die Sands of Time, die sind hier, es ist so eine Sanduhr, wo ich Leute euch auch sagen muss, dass ich nicht weiß, was sie macht, weil das Spiel einem das nicht verrät, mal wieder. Ja, ihr seht, ich kann hier raufklicken und als wenn das Spiel mich verarschen will, warte mal, wo war das? Nee, es gibt nämlich so ein Übersichtsbild, wo Informationen, es gibt einen Infobildschirm, aber in dem sind keine Infos. Okay, also das sind die Sands of Time. Und na, ihr seht hier, some say time flows in one direction, sure and swift. It does until you flip this baby over. Hier seht ihr Kosten und Output, aber keinerlei Informationen, die uns irgendwas... Das gleiche gilt hier. Das ist dieser Sarkophag. Hier können wir uns ein bisschen was erahnen, aber was das wirklich macht, habe ich auch noch nicht rausgekriegt, leider. Ah ja, guck mal, hier ist das. Hier ist der... Guck mal, hier sind die Infos. Und dann klickt man da drauf. Oh! Und dann kriegen wir Infos zu den nicht vorhandenen Infos. Hier steht, bei Cost würden die Kosten stehen. Und bei Requires und Users würden die benutzten User stehen. Aber nicht, was das Ding macht. Was haben wir noch? Lass mich mal hier rein. Zack. Wir haben noch... Den haben wir schon... Das ist witzig. Das habe ich nicht ganz gecheckt, was es sein soll. Also den Gag dahinter. Flying Pig. We agreed never to speak of this. Ja, wenn man es bewegt, sehe ich jetzt auch, es hat keinen Radius oder was das macht. Man kann, das ist hier so ein Punkt, könnte ich die Leute hierauf anklicken, könnte ich sehen, was regeneriert. Aber das kann ich leider nicht. Und wir haben noch hier die Declaration, of, also die Unabhängigkeitserklärung. Und hier gilt das Gleiche. Now, like it or not, they depend on you. Aber die gibt's leider viel weniger und leider seltsam hinter unglaublich langatmigen Nebenquests versteckt. Okay. Habt ihr bis jetzt Fragen? Ich glaube, während wir hier mal reingucken und ich euch gleich den Trick erkläre, wie ich auf der Weltkarte ganz entspannt Geld generiere, gucken wir in diesen schönen Kontrollraum. Und das ist eigentlich mein Lieblingspart, den Kontrollraum auszubauen. Weil ich hätte auch gern so einen Kontrollraum. Dieses Hirnzeichen scheint Moral zu sein. Siehst du hier ein Hirnzeichen? Ich sehe hier kein Hirnzeichen. Das hier ist, wo der Raum steht. Und das ist, was die, welche Leute, das ist ja klar. Warte mal, das stand da. Warte mal, ihr sagt, das regeneriert Smarts. Wenn ich, wo steht das? Wo steht hier, dass das Smarts generiert? Sehe ich leider nicht. Sanduhr. Das ist doch die Sanduhr, Leute. Ich habe hier auf die Sanduhr geklickt. Das Zeichen hier zeigt, in welchem Raum es sich befindet. Ihr habt jetzt ein Gehirn. Soll ich das mal rüber? Ich stelle das mal rüber, dann seht ihr, dass da ein Computer ist. So wie hier bei dem. Hier ist ein Computer, weil der im Computerraum steht. Ne? Doch, hatte ich doch recht. Es kriegt man leider nicht raus. Das ist eine der vielen Dinge, die das Spiel euch einfach leider nicht erklärt. Aber, Disclaimer, ich sag das nur, weil ich dieses Spiel so liebe. Wir sind wieder zu sehen. Geilo. Danke, René. Ciao. Guck mal, René, das Internet geputzt kurz. Jetzt ist es wieder sauber.
oder? Oh Mann, haben wir irgendwas verpasst? Habt ihr meinen mega geilen Tipp? Jetzt muss ich alles nochmal erzählen, oder was? Ja. Ey, Leute, mich ärgert das genauso, aber ihr wisst, ich kann da nichts für. Wie viel habt ihr verpasst? Ich habe euch den Mega-Trick gerade erklärt, wie man richtig viel Kohle verdient. Wie ihr reich werdet, ohne zu arbeiten. Ich glaube, ich bin dann bei einem Anbieter, der gerade Unity Media übernommen hat. Also ich bin nicht bei Unity Media. Den Tipp habt ihr verpasst. Okay, nochmal zusammengefasst. Was ich immer mache, müsst ihr nicht so machen. Ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber das ist das, was ich nach 75 Stunden Spielzeit als für mich die beste Lösung gefunden habe. Denn es ist kein Aufwand und richtig viel Kohle. Ihr seht hier, in Südamerika habt ihr manchmal diese Dinger. Und das sind sie. 1,25 Millionen in 2 Stunden und 15 Minuten für 6 Quantenchemiker. Kriegen wir 170 Heat. Aber das ist alles völlig egal, weil ihr macht das einmal, wenn die Heat low ist. Und dann habt ihr Ruhe für 2 Stunden und 15 Minuten. Das Geld tickt langsam rein. 1,25 Millionen ist so viel Geld, auch in 2 Stunden. Und wenn euch das zu wenig ist, dann macht ihr es wie ich. Dann macht ihr das hier und hier und hier. Und das braucht ihr gar nicht, weil so viel Kohle ihr seht. Ich habe 1 Million. Soll ich euch mal zeigen, wie viel 1 Million in Evil Genius sind? Wie viel Gold? 1 Million sind in Evil Genius. So viel Gold. So viel Gold braucht ihr in Evil Genius für 1 Million. Und ja, so sieht's aus. Das als kleiner Tipp. Ihr geht hier hin. Das funktioniert natürlich erst auf Stufe 4. Auf Stufe 3 ist es ein bisschen weniger. Aber es ist das gleiche Symbol. Die Dinger gibt's halt mit ein bisschen weniger Geld und weniger Heat und weniger Zeit. Und das skaliert auf Stufe 3 und 4 dann immer ein bisschen hoch. Auf Stufe 4, also dem Maximum, ist es dann 1,25 Millionen. Ja, kleiner Tipp. Okay? Eine Million Goldbahn, ja, danach sieht das aus, ne? Aber könnt ihr mich fühlen, dass so eine Kleinigkeit, wieso ist das im Spiel 1 Million Dollar? Nicht mal. Und das ist auch, mehr braucht man nicht. Ich habe ungefähr, was ist mein Maximum? 1,3. Passt hier rein, Millionen. Und tatsächlich, was am meisten hält, sind diese Dinger hier. Die halten tatsächlich, die halten. So ein Teil hält so viel Gold wie 5 von den Paletten. Aber das nur am Rande. Hier sind gute Betten drin, in meinem Schlafzimmer. Da regenerieren die ein bisschen schneller. Shit, ich habe die falsch rumgestellt. Die schlafen mit dem Kopf in den Raum rein. Ich dachte, die machen das automatisch. Okay. Hier hinten sind schon fortgeschrittene, wie heißen die? Schließschränke. Und das ist unter der Erde, weil hier muss keiner hin. Hier brauche ich viel Platz. Wenn ich Strom brauche, suche ich mir einfach wieder hier, zack, ein neues Ding raus und baue einen neuen Fusionsgenerator hier rein. Habe ich noch genug Platz? Ich habe auch genug Kohle, um das hier alles auszubuddeln. Aber nochmal zum Demonstrieren, falls sich das interessiert. Wenn ich hier jetzt ein bisschen Erde buddeln wollen würde, ja? Sagen wir mal hier, dann würde mich das 1000 Dollar kosten. Wenn ich das aber hier machen wollen würde, gleiche Größe, würde mich das 40.000 Dollar kosten. Ist klar. Hier der schwere Stein und hier ist ja noch schwerer. Hier kostet mich das 140.000 Dollar. Hier wird es immer teurer, ne? Aber Geld, wie gesagt, spielt keine Rolle, wenn ihr das so macht wie ich. Ihr tickt da so viel Kohle bei euch rein, da kommt ihr gar nicht hinterher, das auszugeben. Okay, meine Freunde, was habe ich euch noch nicht gezeigt von diesem genialen Spiel? Oh, wir haben es erforscht. Und zwar irgend so ein Ding hier. Das ist der Forschungsbaum. Schaut euch den mal an. Der sieht relativ bescheiden aus. Ist er auch. Im ersten Teil war Forschung ja noch ganz anders. Recht speziell. Und fast random. Hier ist es so ein seltsamer Forschungsbaum, den ihr auch nicht mal frei wählen dürft. Das Spiel setzt da so eine Sperre rein. Das ist mega doof, weil das immer wieder dazu führt, dass ihr die ersten paar Stunden spielt, erforscht alles und dann dürft ihr nichts mehr erforschen, weil das Spiel möchte unbedingt, dass ihr einen bestimmten Meilenstein in der Kampagne erreicht, um die nächste Stufe der Forschung freizuschalten. Das ist ganz, ganz
was soll ich sagen? Also, boah, das muss doch nicht sein. Da kann man sich doch irgendwas ausdenken. Aber einfach die Forschung in der Mitte des Spiels abbrechen zu lassen, nur weil man sich nicht die Mühe macht, da so ein bisschen sich Gedanken zu machen, dass das auch alles balanciert ist. Aber auch nur eine Kleinigkeit, ne? Ihr seht hier, wir können es mal probieren. Es gibt noch einen kleinen Trick. Jetzt haben wir ja genau das Ding und würden da gerne 6 Quantenchemiker hinschicken. Das Problem ist, die Heat ist in dieser Region kurz vor Limit. Wir sind bei 167 von 200. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Heat runterkriegen. Und da gibt es immer 2 Möglichkeiten. Das sind auch immer die gleichen. Und entweder habt ihr die Wahl, Standardmöglichkeit ist da, 3 Leute hinzuschicken. Die gehen dann hin, reden mit den Leuten und reduzieren so ein bisschen die Aufmerksamkeit. Das dauert eine Stunde, Heat minus 200. Also eine Stunde und der ganze Balken ist weg. Jetzt sagt ihr eine Stunde, boah, in der Zeit kann ich ja 2-mal auf Klo gehen. Dann macht ihr das hier. Auch Heat minus 200, aber das dauert nur 10 Sekunden. Aber es kostet 40.000 Gold und 30 Intel. Intel ist noch die 2. Währung hier unten. 99 habt ihr da Maximum. Und nur um es kurz zu erklären, Intel regeneriert ihr ganz einfach hier am Computer. Da setzt ihr Leute ran. Intel regeneriert sich von selber. Es gibt noch eine 2. Möglichkeit, Intel zu generieren. Und das sind hier in diesen Käfigen, wo ihr Leute einsperren könnt. Könnt ihr sie verhören. Auf diesem Stuhl. Und da kriegt ihr manchmal dann auch Intel. So, aber zurück zu dem Ding. Wir wollten das einmal machen. Ihr seht jetzt, dass hier oben, das ist der Superagent für Südamerika. Der nennt sich Blue Saint. Hat so ein bisschen was von so einem, wie heißt die, Luchadore. Und wenn ich jetzt hier eine Aufgabe machen würde und die würde abgeschlossen werden, würde der Typ in diesen Bereich wechseln. Momentan ist er in diesem Bereich hier, das stört uns nicht, aber hier wollen wir ja was machen. Hier wollen wir diese Ach ja, was ich ganz vergessen hatte, manchmal verschwinden die Dinger auch. Okay, deswegen kleiner Trick. Wir machen das, dass die nicht beendet. Und zwar starten wir das Ganze. Heat geht runter und bevor das durchgelaufen ist, brechen wir das einfach ab. 1 und Abbruch. Und jetzt gilt das, die Quest als nicht gelöst, nicht abgeschlossen. Trotzdem haben wir hier komplett auf 0 minus gemacht und könnten rein theoretisch jetzt diese Quest machen. Das gehört nämlich zu einer Quest. Oder wir machen einfach das hier und schicken da jetzt und jetzt schaut er hin. Buff, buff, 6 Quantenchemiker laufen jetzt los. Gehen hier hin und dieser Superagent hier, die wechseln nicht in Gebiete, in denen schon aktuell Sachen laufen. Nur im Ausnahmefall. Das heißt, der bleibt jetzt da, weil das einzige mittelamerikanische Land ist, sagen wir mal jetzt hier, wenn ihr die Farben, man sieht die Farben nicht. Eigentlich ist das hier, das gehört hier zusammen und Patriot hier oben ist blau, aber dadurch, dass ich hier alles besiedelt habe mit meinen Netzwerken, sieht man nur hier links oben. Da bei Alaska noch so ein bisschen die blaue Farbe. Aber wenn wir mal... Ne, sieht man gar nicht. Naja. Gucken wir mal in die Basis. Jetzt müssten irgendwo 6 Quantenchemiker gerade auf dem Weg sein. Und da sind sie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Der Hubschrauber kommt gleich. Da seht ihr schon seinen Schatten. Ich hoffe, dass sie die Bugs in Kontrolle gekriegt haben, weil das gerade diese Übergabe der Leute in den Hubschrauber war sehr verbuggt. Da hatte ich schon häufig Probleme, dann hat das nicht ein, denn ich wollte da einer nicht in den Fahrstuhl rein und alles blieb stehen und nichts funktionierte mehr. Ich hatte auch richtig Game-Breaking-Bugs, wo Figuren einfach verschwunden sind, die wichtig für die Quest waren. Aber das, wie gesagt, war alles noch eine Vorab-Version, die ich diese Woche gespielt habe. Letzte Woche. So. Jetzt seht ihr, können wir mal rüber gucken. Jetzt dürfte man vielleicht gerade den Hubschrauber sehen. Da kommt er an. Zack, da sind die Leute. Und jetzt läuft hier der Scheme. Die 1,25 Millionen ticken langsam auf unser Konto. Und auch
diese Aufmerksamkeit, diese Heat tickt langsam auf dieses Konto. Aber 170 sind ja nicht mal 100% hier von 200, also sind wir hier cool. Und jetzt lehnt ihr euch zurück und habt nie wieder Geldprobleme. Das macht ihr einfach mit Südamerika, ja? Diese grünen Dinger, merkt ihr euch. Und wenn ihr die seht, das wird jetzt hier unaufhaltsam nach oben ticken. Ich kann die Kohle gar nicht ausgeben. Und ja, so sieht's aus. Das ist das, was sie sich ausgedacht haben für die Weltkarte, auf der man diese verschiedenen, ich nenne sie immer Quests, Schemes werden sie vom Spiel genannt. Ich klicke mal so ein paar an. Es gibt hier zum Beispiel auch, hier können wir zum Beispiel die Zahl der Touristen erhöhen, die für kurze Zeit auf unsere Insel kommen. Was interessant ist, da wir eigentlich als Spieler das Gegenteil wollen. Wir wollen eigentlich, dass weniger Touristen kommen, weil das die Chance erhöht, dass unsere Leute sich eher mit den Geheimagenten befassen, als mit Touristen. Auf der anderen Seite, der einzige Grund, warum man Touristen haben wollen würde, wäre, wenn man, das kann man auch hier zu Hause, das umstellt auf Scam Tourists. Denn werden hier keine Geheimagenten mit abgelenkt, sondern ihr kriegt hier Kohle. Das geht zum Beispiel bei diesen Slot Machines seltsamerweise nicht. Fragt mich nicht warum. Hier geht es zum Beispiel um Bookmaker. Kann man Pferde wetten. Scam Tourists. Seht ihr, dann wird das... Was wird dann? Wird der Bildschirm ausgemacht oder was? Okay, jetzt der Bildschirm aus, jetzt werden die Touristen gescammt. Okay. Was ist das hier? Kassier. Selbst der Kassier kann Touristen scammen. Und dann haben wir zusätzliche Einnahmen. Aber das wollen wir gar nicht. Ihr seht schon, wir haben gerade schon die Schallmauer von 1 Million durchbrochen, unaufhaltsam. Und ich gehe hier wieder zurück. Wir haben 270. Bei 300, wie gesagt, liegt das maximale Maximum. Die Typen, seht ihr, sind jetzt schon auch ein bisschen fortgeschrittener. Hier seht ihr das Level. Die sind Level 5 und die können jetzt zum Beispiel diese Fallen schon deaktivieren. Falls ihr euch wundert, was ist das Schönes? Da kommen Bienen raus. Das waren im ersten Teil noch richtig schön Bienenstöcke und da gab es 5 verschiedene von und so weiter. Alles reduziert hier auf diese eine Wand. Aber gut, das sehe ich jetzt nicht als Nachteil. Vielleicht war es an der Stelle auch ganz gut, da ein bisschen abzuspecken. Und jetzt seht ihr, dass dadurch, dass wir diese Chemiker da losgeschickt haben, jetzt hier wieder neue trainiert werden. Die fehlen jetzt in der Basis. Und da ich gesagt habe, ich möchte gerne 15 Stück von denen haben, wird sofort weiter trainiert. Da geht sofort der erste Biologe hin und trainiert hier, um zum Quantenchemiker zu werden. Tada! Und... was habe ich euch noch nicht gezeigt? Pass auf, wir sind immer noch nicht am Ende. Das hier, und darum dreht sich das natürlich. Das ist ja unsere Superwaffe, ne? Wie kriegt man neue Schergen? Ja, das ist das Problem. Ganz von alleine, gar nichts machen. Hier siehst du unten, Minions. Steht leider auch nicht im Spiel, in welchem Turnus die kommen oder sowas. Das sind alles so Informationen, die das Spiel schuldig bleibt. Aber ich würde jetzt mal so sagen, alle 60 Sekunden kriegt ihr 2 Minions. Einfach so, egal was ihr macht. Könnt ihr nichts gegen machen. Könnt ihr nicht verändern. Oder wenn du mit Schergen etwa die hier meinst. Ich nenne sie jetzt mal Bodyguards. Da läuft das noch ein bisschen anders. Hier haben wir noch einen. Das ist die gute Janet Bombe. Und die hat dann so verschiedene... wir können ja mal so einen Skill ausprobieren. Die kann zum Beispiel... ach, geht nur bei Gegnern, seltsamerweise. Gut, ich... so. Die kriegt ihr durch die Sidequests hier. Und das gefällt mir gar nicht, dass das seltsam, dass wir diese Sachen hier... im ersten Teil war es so, das ist hier einfach auf der Weltkarte aufgepoppt und dadurch gab es super verschiedene Optionen, was willst du hier als nächstes machen. Weil da konntet ihr neue Leute kriegen, neue Leute rekrutieren, Geld kriegen und was weiß ich. Auch alles das, was es hier gibt, plus noch viel mehr. Jetzt ist das hier so ein leicht brokenes Konzept, um Geld zu kriegen. Und die ganzen lustigen Sachen, die vorher auf dieser Map waren, sind jetzt seltsamerweise in den Side-Stories.
Und als sei das nicht genug, ist jede zweite Side-Story eine Quest, in der ihr irgendwas erforschen müsst. Und als wäre das nicht genug, es ist manchmal auch eure Hauptquest. Ihr müsst irgendwas erforschen. Und als Quest irgendwas zu erforschen, da wäre mir, muss ich ganz ehrlich sagen, aber auch was Besseres eingefallen. Denn wenn wir mal hier in Forschungsbaum gehen, seht ihr, wie viel Shit das ist. Das sind alles einzelne Forschungsdinger, die wir für die Kampagne benötigen. Wo wir immer wieder davon abgehalten werden, hier etwas zu erforschen, was wir eigentlich wollen. Und dann hier. Und dann geht das nicht weiter mit eurer Kampagne. Und manchmal ist es wirklich so, ihr habt hier zwei Forschungen und das Spiel stagniert komplett, so lange, bis ihr eine Forschung macht. Und das ist ja natürlich nicht unbedingt spaßig. Deswegen merke ich das nur an. So. Noch mehr Fragen. Ne, die einfachen Schergen, wie gesagt. Du meintest doch die einfachen. Die kriegst du ganz von alleine. Wie gesagt, alle 60 Sekunden zwei Stück. Könnt ihr auch hier beobachten. Die steigen denn da aus dem Hubschrauber aus. Pass auf. Da kommt der Hubschrauber und jedes Mal, wenn Hubschrauber landet. Komm, eins, zwei. So, und jetzt müsst ihr nur mal die Zeit stoppen. Ich habe sie jetzt nur geschätzt, mich jetzt hier nicht mit einer Stoppuhr hingesetzt und ich sage, es ist eine Minute. Dann ist der wieder, kommt der nächste wieder da. Und die kommen jetzt hier unten raus und wir haben zwei neue Leute. Und die gehen jetzt, je nachdem, was sie vorhaben, wir können ja mal gucken, was macht er? Organizing Schemes. Okay, das, er geht in unsere Hauptzentrale und du auch. Gut, die werden beide jetzt wahrscheinlich hier hingehen. Hier sind auch noch genug Plätze frei. Und hier arbeiten. Aber, oder? Ich meine, ich habe doch jetzt nicht übertrieben mit diesen ein, zwei Kritikpunkten. Also, dass man einfach nicht weiß, was manche Dinge machen, das ist doch einfach ein Unding. Das habe ich auch so noch nicht erlebt. Dass du hier... So, und es sind sehr viele Sachen. Also, ich würde ja mal so jetzt mich ein bisschen weit aus dem Fenster hängen und sagen, dass es wie bei jedem Spiel ist, es ist früher rausgekommen, als es eigentlich sollte. Und viele Dinge sind einfach noch nicht drin. Das merkt man tatsächlich an einigen Stellen. Unter anderem merkst du, dass du... Da sollte noch was eingebaut werden und dann haben sie einfach da nichts dran gemacht und so. Das merkt man schon. Und das hier einfach nichts, dass du nicht weißt, was es macht. Und keine Chance, es rauszukriegen. Das hier genauso. Das ist schon seltsam. Oder? Findet ihr nicht auch? Oh ja. Und jetzt zu der wichtigen Frage, die ich immer noch nicht beantwortet habe. Ob ich lieber ein 100%iges Remaster spielen würde als das neue Spiel, ist eine zu wichtige Frage, als dass ich sie unüberlegt jetzt sofort beantworten würde. Denn ich hadere. Das Problem ist, das Spiel kommt erst morgen raus. Ich darf das hier eigentlich gar nicht als finales Produkt betrachten. Habe ich sogar so auch nicht unterschrieben, aber zugesagt. Denn offiziell ist erst morgen das finale Produkt. Wer weiß, ob noch ein Patch rauskommt. Gestern habe ich einen 4 GB Patch runtergeladen. Aber es kann immer noch sein, dass alle diese Kritikpunkte, die ich bringe, morgen alle vom Tisch sind. Ob das realistisch ist, ist eine ganz andere Frage. Das weiß ich nicht. Aber da muss ich ganz offen das euch sagen. Das Spiel hat noch Raum zur Verbesserung und es wird sich garantiert noch verbessern. Und ich denke, dass so Dinge wie zum Beispiel, dass man Sachen nicht drehen kann. Was ja wirklich... Pass auf, wir gehen mal... Wenn ich hier so einen Tisch haben will, ja? Habt ihr gesehen? Wie der sich von alleine manchmal... Oh, warte. Besonders schön ist das, wenn man hier so... Oh ja, das zeige ich euch mal. Stellt euch vor, ich würde gerne einen neuen Kreis von diesen Antennen bauen. So, dann würde ich zuerst... Warte mal, wir machen das mal weg hier. Haben wir ein bisschen Platz. Würde ich zuerst den nehmen, den wir hier kriegen. Okay, den. Okay, und jetzt pass mal auf. Jetzt dreh... Oh. Nee, ich wollte gerne... Ja, sehr. Ja. Okay, seltsam. Das ist jetzt klappt es auch. Ich glaube, sie haben es verbessert. Ich glaube, wenn die Entwickler das sehen, wissen sie genau, was ich meine. Sowas hat für mich die vergangenen... ein, zwei Wochen, circa 5 Minuten. Ihr seht es noch so ansatzweise. Das ist manchmal schwierig, ist hier in die... Nee, sie haben es ein bisschen gefixt.
Naja, komm, dann will ich da nicht weiter drauf rumreiten. Aber da, ey, das hat mich zu weit los, dass man nicht mal Sachen richtig drehen konnte. Heieiei, was kann ich euch noch Schönes erzählen? Ach ja, pass auf. Um die Frage kurz zu beantworten. Ehrlich gesagt, würde ich lieber warten und das noch ein bisschen spielen, weil erst muss ich es durchspielen. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich habe noch nicht alles gesehen. Es sind viele Kleinigkeiten, die mich ärgern, wo sie versucht haben, das Spiel so ein bisschen runterzudampfen, ein bisschen zugangsfreundlicher zu machen. Was immer sehr schade ist, da es dann die Komplexität nimmt. Und bei solchen Spielen ist die Komplexität halt einfach denn im Grunde der Kern. Wenn es nicht komplex ist, wird es langweilig. Ich meine, das Lustige ist einfach, wenn es hier so viele verschiedene Sachen gibt und Sachen zu entdecken. Und da haben sie tatsächlich ziemlich viel vereinfacht. Es sind jetzt weniger Fallen. Es gibt weniger verschiedene Touristen. Es gibt eigentlich von allen Sachen weniger. Was aber nicht immer schlecht ist im Falle von den Fallen zum Beispiel. Auf der anderen Seite, hier wird gleich einer fertig, da seht ihr das. Manchmal brechen die zwischendurch ab, wenn sie... Seht ihr, ich kann ihn jetzt nicht anklicken. Ich kann jetzt nicht sehen, ob der Hunger hat oder so. Auch so eine Kinderkrankheit. Muss jetzt warten. Jetzt kann ich ihn anklicken, jetzt sehe ich, okay, so sieht's aus. Ne? Ich kann die auch gefangen nehmen. Hier sehen wir, wo er hin will. Ach ja, das ist auch so eine Meldung, die kommt ununterbrochen. Die habe ich schon circa 1000 Mal gehört. Und alles, was passiert ist, dass einer von euren Minions einfach zwischendurch Hunger hat und geht. Und dann kommt jemand anders und übernimmt. Und deswegen erzählt es euch ständig, dass irgendwas nicht stimmt. Habt leider da keinen Einfluss drauf. Das ist völlig normal, dass die Leute ja Hunger kriegen. Aber ihr könnt es nicht ändern. Und das sind so Kleinigkeiten. Ja, und die will ich erst abwarten, bis die kuriert sind. Und dann sage ich euch, weil aktuell würde ich sagen, ich würde den remasterten ersten Teil lieber mögen. Das würde ich aktuell tatsächlich sagen, aber nur unter Vorbehalt, ich habe das hier noch nicht durchgespielt. Was ist denn mit der Forschung? Wir haben noch keine Forschung. Die dauert auch sehr lange. Forschung ist so ein bisschen die Bremse im Spiel. Ihr seht, so viel Kram ist das nicht, den man erforschen kann, ne? Also schon, aber ist schon übersichtlich. Da, zumal ihr ja immer nur erst einen Streifen erforschen könnt. Und das Spiel euch dann gnädigerweise irgendwann denn eine weitere Reihe freischaltet. Das sagte ich ja, das ist so ein bisschen verknüpft mit dem Kampagnenfortschritt. Aber was haben wir denn hier Spannendes am Ende? Zum Beispiel die Brainiac Machine. Kriegen unsere Minions mehr Smarts. Und zwar in dieser Maschine, die wir dann bauen. Mit die coolsten Sachen, also viele Sachen sind einfach nur Verbesserungen von Standardsachen, die ihr schon kennt. Wichtig ist Strom. Ja, hier so ein Fusion Generator. Macht viermal so viel Energie wie hier auf Stufe 1. Was mega cool ist, ist zum Beispiel das Ding. Der Holographic Globe ist eine meiner neuesten Erfindungen. Und das ist das Ding hier. Das finde ich cool. Das ist eine coole Nummer. Das ist ein ganz eigenständiges Ding. Und das ist leider selten in der Forschung. Häufig sind die Forschung einfach nur aufgebohrte alte Gegenstände. Gucken wir nochmal rein. Ja. Weniger Heat, noch weniger Heat, noch weniger Heat. Und da wird unser Radio Repeater verbessert. Also das gleiche in grün. Es ist ja selten, dass man mal was ganz Neues kriegt. Das kriegt man eigentlich nur bei den ganzen Fallen. Fehlt mir auch noch eine. Zum Beispiel die, das Puppy of Death. Also das Hundeküken. Nicht Küken. Die Hundewelpe des Todes. Dann haben wir noch die Laser Disco. Coolest cats won't be able to resist the mind-bending beats or captivating rhythms. Lasers will do the rest. Ich würde sagen, wir spulen jetzt mal und gucken mal, ob wir ein paar... Oh, da haben wir es gerade! Sehr gut. Hat er nicht überlebt, stirbt dann seltsamerweise, wird nicht von der Pflanze gefressen und das meinte ich. Auch wenn die jetzt keine Suspicion haben, dadurch, dass der Typ hier liegt, zack, sie kriegt Suspicion und ab diesem Moment dürft ihr sie nicht mehr nach Hause gehen lassen, auch wenn ihr hier ihre Balken runterkriegt. Jetzt müsst ihr sie töten, weil ihr wollt nicht, dass sie diesen roten Balken nach Hause bringt. Das würde eure Heat erhöhen auf der Weltkarte und nee, das wollen wir eigentlich nicht.
So, liebe Freunde. Und jetzt schicken wir unseren Minion, unseren Genius, mal zu dieser krassen Maschine hier. Der läuft dann jetzt quer durch die Basis. Ist auch der schnellste und auch der einzige, also unsere Dame hier, die durch Türen gehen kann, ohne dass sie da erst einen Sicherheitscheck machen muss. Alle anderen müssen, je nachdem was das für eine Tür ist, super lange vor der Tür stehen. Und die düst da einfach durch. Und wir haben hier jetzt unser Void-Device. Und das ist auch, da sind wir schon wieder, ganz ehrlich, im Vorfeld war mir das gar nicht so bewusst. Aber das ist auch eine Stelle, wo das Spiel nicht sagt, was das macht. Ich lese euch das mal vor. Und ihr könnt selber erraten, ob ihr rafft, was das ist. Das ist das Teil. Zentrum eurer Basis, euer Doomsday-Device. Über verschiedene Etagen. Zugang dazu. Im ersten Teil mega wichtig gewesen, quasi der Kern. Aber das Spiel sagt euch nicht, was das Ding macht. Auf Stufe 1. Void prompts users in the target region to start uploading their thoughts. No one refuses Void. Void heißt unser Doomsday Device. Also ich habe was soll das? Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Was soll Level 2 denn bringen? Blast a region with Void content. Pictures, videos, random thoughts. Whatever it takes to draw them in. Wollt ihr drei auch noch sehen? Ich mach drei. Ach, shit. Nee, hier steht's. Bring a region into the void. Users will be unable to resist sharing their whole life with each other and with you 24/7. Ja, ja. Wir machen's jetzt mal. Wir machen mal Level 1, weil es braucht so einen gewissen Fuel, den man sammeln muss. Und ich glaube, es reduziert die Heat. Wir schießen jetzt mal hier hin. Jetzt ist eine Minute Alarm, alle laufen crazy rum. Warum, weiß ich nicht ganz genau. Sie brechen damit auch alles ab. Also Alarm auszulösen ist eigentlich nicht gut, da dann zum Beispiel jemand, der fast fertig trainiert ist, seinen Posten verlässt und eventuell nach dem Alarm jemand kommt, der noch gar nicht... Alter, fassen mir nicht immer ins Wort. So, nach 30 Sekunden schießen wir dann los, dann leuchtet es grün und ich glaube, die verlieren ein bisschen Heat. Aber das ist nicht genau das, was ich mir unter einem Doomsday-Device vorstelle. Und ich bezweifle immer noch, dass es das Ende der Fahnenstange ist. Ihr seht, wie die hier sich gegenseitig... Es ist so voll, die verstopfen richtig. Seht ihr, die laufen gar nicht kontinuierlich durch hier. Verrückt. Noch 5 Sekunden. Jawohl, das Ding ist abgefeuert. Jetzt warten wir. Der Einschlag, hier haben wir gesagt. 2, 1. So, aber wie ist hier? Haben wir jetzt ein bisschen Heat verloren oder was ist hier passiert? Seht ihr, das leuchtet jetzt grün. Und jetzt? Ich kann jetzt hier Research stehlen. Das machen wir mal kurz. Aber irgendwie so aus dem Spiel heraus... Vorher, bevor man das macht oder sonst irgendwie jetzt, immer noch rauszufinden, was das macht. Keine Ahnung. Und das sagt mir wirklich, und das sage ich auch wirklich nur so häufig, weil ich dieses Spiel eigentlich so gerne mag und bei wirklich allem, was mir heilig ist, möchte, dass das richtig geil ist. Aber man merkt, es ist noch nicht fertig. Das sind so Dinge, wie kann man vergessen, drei zu schreiben, was essentielle Dinge machen oder wie sie funktionieren. So, hier ist übrigens tourismusmäßig ein bisschen mau. Ich weiß auch nicht, warum das manchmal so leer ist. Und die Touristen, die verirren sich auch nicht mehr in eure Gefilde hier rein, in eure Räumlichkeiten. Das war im ersten Teil auch so. Dass die hat man immer von Weitem schon gesehen, weil die haben mit den Armen rumgefuchtelt. Und dann konnte ich überlegen, ob ihr sie friedlich rausbringt oder ob ihr sie denn, keine Ahnung, verhört. Oder ihr habt so viele Möglichkeiten. Ich sehe jetzt nicht mehr so viele. Aber so ist es heutzutage. Und so sieht das aus, wenn fleißig trainiert wird. Na?
Hier unser Biochemiker oder was ist das? Biologe, ja. Da tropft das Wasser. Er hat gerade abgebrochen zum Beispiel. Er ist schon Techniker. Und hier trainieren die ganzen Kämpfer in dem Flügel, ne? Genau, meine Vaults sind fast voll. Damit sind die Vaults gemeint, in denen mein Geld ist. Und das sagte ich euch ja, das habe ich jetzt auch irgendwie aufgegeben, hier weiter auszubauen, weil man wirklich so viel Kram da bauen muss. Und erstaunlicherweise verbrauchen diese Schränke, in die ich Gold tue, so unverschämt viel Strom. 5 Strom hier. Alter, das sind ja, wie viel sind das? 20, 30? Puh. 150 Strom. Nur für Gold lagern. Das ist sau viel. Und finde ich seltsam. Und das ja. Wieso? Wieso muss das so gut? Wieso wisst ihr das mit dem Gold? Naja, wir gehen wieder hoch. Und wenn ihr wolltet, könntet ihr halt jetzt auch hier oben noch weiter ausbauen. Aber ihr braucht den Platz nicht. Es kommen denn keine neuen Räume im Laufe des Spiels dazu. Die könnt ihr alle von Anfang an bauen. Das hier ist ein fortgeschrittener Wachentisch für die Wachen. Das hier ist auch schon so ein fortgeschrittenes Überwachungskamera-Ding. Ach, wie cool. Hier diese seltsam leuchtenden Dinger, da kriegen die Leute Waffen raus. Da weiß ich nicht ganz, was sie sich designtechnisch gedacht haben, warum das so komische Klötze sind. Und die so weder erkenntlich sind, was sie machen, noch hübsch sind. Ist übrigens für mich so ein Sweet Spot. Jetzt sind wir bei 300, das ist viel mehr, als man eigentlich braucht. Und natürlich kosten die auch ständig. Und das könnt ihr hier auch nachlesen in den Statistiken. Ne? Da bin ich so gut wie gar nicht drin, denn die Statistiken sind komplett unnütz. Ich meine, ich sehe auf einen Blick, wie viele Minions hier drin sind. 300. Also es sind sau viele Minions drin. Bam. Money und Leer. Das ist auch nicht wichtig. Das ist irgendwie wirklich für den Lauf des Spiels komplett uninteressant. Wie hoch denn jetzt die im Einzelnen die Gehälter sind und wie viel du für Construction und Schemes ausgegeben hast oder verschiedene Dinge. Ich meine, du siehst am Ende, ich habe Maximum Geld. Ich kann nicht mehr Geld haben. Das ist das Maximum. Außer ich baue noch mehr Goldpaletten rein und ich kriege es auch nicht ausgegeben. Was wollten wir noch? Hier bei den Minions seht ihr nochmal die Overview. Aber im Grunde ist das auch das Gleiche, was ihr seht, wenn ihr das einstellt. Hier auch sehr viele Zahlen. Sowas wie abgebrochene Schemes. Gibt keinen großen Malus für abgebrochene Schemes. Hier wird es nochmal aufgeführt. Your vaults are full. Hier seht ihr, das ist noch ganz interessant, FOJ Threats Level. FOJ steht wahrscheinlich für Forces of Justice. Und das sind die Gefahrenlevel. Und zwar seht ihr hier bei Blau Patriot, wenn wir auf die Weltkarte gehen, Patriots sind die, wo ich überall meine, wie nennt man die, meine kriminellen Netzwerke habe. Naja, auf dem ganzen nordamerikanischen Kontinent bin ich vertreten. Und das spiegelt sich, weil die Summe der Heat, wenn ihr die hier zählt, ein Balken sind 50, also sind wir hier ungefähr bei 120, ja, 124, hier seht ihr es, das summiert. Und das summiert spiegelt hier die Forces of Justice Threat Levels wieder. Und sobald die hier diese Linie bei Medium überschreiten, passiert was ganz Interessantes, dann plötzlich habt ihr hier andere gefährliche Vorkommnisse. Dann plötzlich tauchen hier blinkende Dinge auf, die mit einem Timer versehen sind und nur negativ sind. Und ihr müsst dann schnell dorthin düsen und versuchen, die zu canceln. Ja, zum Beispiel, ihr verliert eine 250.000 Gold oder ihr kriegt hier 200 Heat. Oder was auch immer. So große Mali tauchen dann plötzlich hier auf und ihr müsst dann aktiv werden, hindüsen und versuchen, die zu canceln. Das passiert dann. Ach, wir haben gerade wieder die Pflanze verpasst.
Das Ding ist so gut. Und wieder ausgespuckt. Seht ihr? Und dann läuft sie und dann sie steht erst nochmal wieder auf und fällt dann hin. Und dann verwandelt sie sich. Und noch eine Kleinigkeit. Ich meine, ich glaube, das Kind ist jetzt schon im Brunnen gefallen. Ich glaube, dass ich heute nur am Meckern bin über ein Spiel, das ich abgöttisch liebe. Da kommen wir Leute nicht mehr drum rum. Aber noch eine Kleinigkeit, was ich nur am Rande erwähnen möchte. In Evil Genius 1 war das ganz anders mit den Leichen. Wenn da eine Leiche war, was sich da für ein Rattenschwanz mit diesem Leichensapp abgespielt hat, das glaubt man nicht. Hier ist es leider so, dass jetzt einer kommt, wieder mit diesen Multifunktionsaufsaugdingern, startet die Aufsauganimation, rennt hier hin, steckt das da rein in den Verbrenner und dann ist die Leiche futsch. Es gibt doch keine Alternative, das ist von Anfang an so. Man kann die nicht lagern. Wisst ihr noch im ersten Teil, wo ihr einen eigenen Raum brauchtet für die Leichen und wo ihr aufpassen musstet, dass ihr nicht zu viele Leute tötet, weil sonst euer Raum mit Leichen übergequollen ist und wie ihr euch gefreut habt, dass ihr irgendwann so diese Wäscheständer erfunden hattet, weil auf den Wäscheständern konntet ihr viel besser die Leichensäcke schön aufhängen und habt viel mehr Leichen untergebracht. Und da war ein eigenes, hatte eine eigene Spielmechanik denn mit drin, dass nur aufgrund der Menge der Leichen, die ihr produziert, vorsichtig sein musstet, weil ihr die nicht alle untergekriegt habt. Das war so ein natürlicher Rattenschwanz. Das war so schön. Und das alles rauszunehmen und einfach nur zu ersetzen durch so ein seltsames Ding, in das man die reinsteckt, sind die Leichen weg. Hätte man das erforscht und am Ende hätte man das Ding, okay, aber wo ist der coole Leichenraum aus dem ersten Teil, der mit einer der wichtigsten Räume war? Die Gefrierkammer, genau. Die gibt's nicht mehr. Und das finde ich ein bisschen schade, weil wer den ersten Teil gespielt hat, weiß, was sich manchmal für Situationen ergeben haben, nur weil irgendwer irgendwas hat liegen lassen auf dem Weg von A nach B. Naja, also wir haben noch ein bisschen Energie hier auf diesem Teil. Wo ist denn das? Soll ich nochmal einen abfeuern? Wir finden das jetzt mal raus. Ich gehe jetzt hier. Wir haben 25 Fuel. Und ich schieße jetzt einen Level 3 Void-Strahl ab. Auf. Na, wollen wir abstimmen? Welches Land mögt ihr am wenigsten? Das wäre ein lustiger Vote. Pass auf, wir nehmen irgendwas, wo ich einfach nachvollziehen kann. Schieß auf die Agenten, habe ich schon gemacht, bringt nichts. Kann ich nochmal machen? Machen wir hier. Ich schieße hier auf die Agenten. Silke Held mag Frankreich nicht. Darf ich das laut sagen? Darf ich laut sagen, welche Länder ihr nicht mögt? Ja, da ist wenig verwunderlich, die USA, weit vorne, wie, glaube ich, so gut wie überall auf der Welt. oder gibt es dazu Statistiken? Das ist, glaube ich, relativ eindeutig, oder? Die sind nicht sehr beliebt. Pass auf, wir schießen jetzt hier rauf. Los geht's. Und gucken, was passiert. Merkt euch, wie viel genau bei der Hälfte. Ja, hier rein. Na gut, okay. Level 3, hier rein. Feuer. Jetzt haben wir ein bisschen was getriggert im Chat. Aber es ist tatsächlich so. Ich war schon in Ländern, wo ich extra kein Camouflage getragen habe. Weil Amis gerne mit ihren, zum Beispiel mit ihren Armee-Rucksäcken oder so in Urlaub fahren oder was ich. Die haben dann diesen Molly-Rucksack, so nennt man den ja, oder kommen gerne in Camouflage. Dann wirst du gerne als Amerikaner eingestuft und dann hast du zum Beispiel, naja, in dem einen oder anderen Land keine guten Karten. Weniger gute Karten. Noch 20. Und Achtung, wir gehen mal raus jetzt. Sieht man da was?
Nein, ein Lichtblitz. Gehen wir auf die Karte. Ein Schlag kommt. Verlieren wir ein bisschen Heat? Impact in... Oh ja, ganze Heat weg. Okay, man verliert auf jeden Fall Heat. Das ist eindeutig. Aber das ist doch nicht alles. Ist das wirklich alles? Das wäre ein bisschen enttäuschend. Ich finde es ja cool, dass man nicht erst am Ende dieses Doomsday-Device nutzt. Im ersten Teil war es ja quasi die Hauptaufgabe. Und am Ende nutzt ihr das Doomsday-Device und habt es dann damit durchgespielt sozusagen. Aber hier könnt ihr das schon im Laufe des Spiels benutzen. Aber irgendwie... Also der Agent, seht ihr, lebt noch. Wir haben diese seltsame Steel-Research-Aufgabe gekriegt. Ich mache die auch gerne mal. Aber leider weiß man auch hier nicht, was für ein Research-Stil ich da. Und ich habe das eben auch gemacht, falls ihr euch erinnert hier. Und habt ihr mitgekriegt, dass mir das Spiel irgendwie gesagt hätte, als dass ich Research geklaut habe und was das macht? Nee. Muss ich ganz ehrlich sagen, sieht ganz schick aus. Bin ich aber tatsächlich, ehrlich gesagt, das zweite Mal jetzt in dieser Ansicht. Die macht ihr einmal, dann guckt ihr nie wieder in diese Übersicht. Da kommen sie schon, warten und werden losgeschickt. Ja, aber um das vielleicht jetzt langsam auch mal zusammenzufassen, denn unsere Zeit ist auch rum, sehe ich gerade. Ui, ich dachte, wir hätten noch ein bisschen. Aber um es wirklich nochmal ganz deutlich zu sagen, ich liebe Evil Genius 1 und ich liebe Evil Genius 2. Das Problem ist, dass man sich ja bei seinen Kindern immer irgendwann entscheiden muss, welches mag man lieber und welches nicht so. Und ich bin noch in dieser Phase. Und ich weiß es nicht genau. Es sieht viel besser aus. Es wird schwierig, zu Evil Genius zurückzugehen, wenn man diese Optik hier hat. Gut, es ist jetzt keine mega krasse Augen, aber es sieht schick aus. Es reicht mir. Das ist schick. Kannst nichts gegen sagen. Hat diesen Comic-Look. Dafür ist das vollkommen cool. Aber der erste Teil hatte mehr Liebe. Mehr Nuancen, mehr Detail, bisschen mehr Witz. Trotzdem habe ich aber das Gefühl, dass Evil Genius 2 so ein bisschen länger ist. Diese Kampagne, die man ja hier nochmal, wenn man hier reinguckt, in die Completed... Hier seht ihr alle komplettierten Quests, die habe ich schon alle gemacht. Das ist eine Menge. Ich habe das Gefühl, das sind mehr. Aber ganz ehrlich, das Spiel kommt morgen raus. Auch wenn es so kleine Quirks hat, die ich gerade extremst deutlich dargestellt habe. Nur, weil mir so viel am Herzen liegt. Trotz dieser Kleinigkeiten, an den ich mich gerade hochgezogen habe, ist es ein unglaublich geniales Spiel. Macht mega lange Spaß. Und wie gesagt, ich kann jetzt aufstehen, irgendwas machen, vielleicht, was weiß ich, was zu trinken holen, dann kommt ihr wieder und ihr habt keinen Stress. Nichts kann Böses passieren. Solange euer Evil Genius hier im Sicheren, in der Basis... Oh, ist er nicht. Geh mal wieder zurück hier hinten in deine Basis. Und was ich euch noch zeigen wollte, man kann zumachen. Das konnte man auch nicht. Das kann man bei vielen Spielen dieser Art nicht. Aber man kann jetzt, zack, das wieder zuschütten. Ja, das geht. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Es macht es natürlich einiges einfacher, aber auch irgendwie muss man denn jetzt am Anfang auch eigentlich sich gar keine Gedanken machen, wie man plant, wenn man es am Ende eh alles wieder ummogeln kann. Finde ich aber ehrlich gesagt ganz gut. Und nun ja, ich denke, ich habe vermittelt, was Evil Genius ist, wie man reinkommt, so ein paar Tricks gezeigt, euch vielleicht etwas zu ausführlich gezeigt, was mich daran stört an dem Spiel. Aber lasst euch gesagt sein, ich habe mich noch zurückgehalten. Und sie haben viele Bugs ausgebügelt schon zum Glück. Naja, die Masse an Kleinigkeiten ist echt groß, sagt Valeria. Ja, ihr habt recht. Und das sind so... Sagt mir bitte einmal ganz kurz, ich achte auch auf die Antwort, habe ich jetzt übertrieben mit diesen Kleinigkeiten? Waren das Nicklereien? Nicklichkeiten, die ich nur sehe, wie bei so einem langjährigen Freund, den man einfach so lange kennt, dass das einem... wie der atmet, stört oder so? Oder ist es gerechtfertigt? Alles gut. Nee, ich fand das valide Punkte. Ja, ne? War auch gar nicht so schlimm, oder? Aber ich hab's ja gesagt. Ich habe ein bisschen übertrieben. Das Spiel ist nämlich mega geil. Und
weiß nicht, was ist. Vielleicht muss es auch euer Ding sein, aber ich denke, wenn ihr Dungeon Keeper mögt, kommt ihr hier schnell rein. Dann mögt ihr diesen Basenbau, diese Übersichtskarte. Gut, da ist sehr viel Potenzial verschenkt. Trotzdem ist Evil Genius meiner Meinung nach immer noch eines der besten Spiele, die man, also die auch einfach lange und gut gealtert sind. Wenn Evil Genius 2 jetzt nicht rausgekommen wäre, würde ich immer noch alle 2, 3, 4 Jahre Evil Genius 1 spielen. So mache ich das. Ähnlich wie mit zum Beispiel Jack the Lions. Das sind für mich legendäre Spiele, die nicht altern, die so gut sind, dass sie den Test der Zeit bestehen. Und Evil Genius, das 16 Jahre nach Release jetzt der zweite Teil kommt, ist für mich wirklich, ich habe mich so derbe gefreut. Ich spiele das seit 2 Wochen. Wie gesagt, nicht jeden Tag, aber 75 Stunden in dieser Zeit, das ist schon eine ganze Menge für mich und es liegt nur daran, weil das Spiel einfach so mega geil ist. So Leute, was sagt ihr dazu? Ich grüße übrigens alle, die im Chat sind und auch den René zu Hause, der jetzt wahrscheinlich darauf wartet, das Signal abzunehmen. Gleich ist es soweit. Danke, dass ihr dabei wart, Rusty Headphones. Bei Dingen, die man liebt, fallen Kleinigkeiten umso mehr auf, weil man will, dass es perfekt ist. Danke, Rusty Headphones. Hätte ich das mal am Anfang so schön gesagt wie du. Gibt es da eigentlich eine Art Kampagne mit unterschiedlichen Challenges? Nein. Die Aufgabe ist immer die gleiche, je nachdem, welchen Evil Genius du auswählst. Wir haben ja gezeigt, 4 haben wir zur Auswahl, aber im Grunde ist es alles das Gleiche und selbst die Dialoge sind teilweise 1:1 nur mit einer anderen Stimme. Die sind aber recht witzig, muss man mal sagen. Ja, sieht so aus, als wäre ich zufrieden. Habe ich noch irgendwas? Ich weiß ganz genau, wenn ich gleich Tschüss sage, und auf Offline geht. Nein, ich wollte doch noch ganz wichtig dies und das sagen. Bei den Minions und Gebäuden hast du unten links 3 Buttons. Warte mal, ich klicke mein Minion an. Ach so, du meinst die Buttons. Nee, 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 das ist einfach nur, die meinst du. Da kann ich sie töten lassen, gefangen nehmen lassen oder einfach nur ihren aktuellen Job anzeigen. Ja, gute Nacht, liebe Freunde. Danke, Armin. Danke, Valeria, Takataka, Yoko Ono, Cookie Crump, da Black Mac, Doc Holiday, Ron Hammer, Schwanz und wie ihr nicht alle heißt. Danke auch an alle Leute, die ich jetzt vergessen habe. Auch an den Jörg, der den Abend eingeleitet hat. Und wie gesagt, danke, René, dass du jetzt hier zu später Stunde mein Signal nochmal abnimmst. Das war's von mir. Und wir sehen uns. Weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Also ich habe in letzter Zeit erstmal lange nicht das Haus verlassen wegen Evil Genius. Na, es lag nicht an Corona, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.